Es ist der 9. September 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und der ist wie immer zum Glück nicht alleine im Sendegarten, sondern hat die Mann- und Frauschaft um sich herum geschart. Und ich sage guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und ich sage herzlich willkommen und guten Abend, Vera. Hallo. Und Sebastian ist auch mit am Start. Er hat hier schon richtig, richtig, richtig gewerkelt. Ganz große Technik, Wunder wieder vollbracht. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Du bist doch wahrscheinlich fix und fertig, oder? Nee, aber die Sendung wird spannend, weil Fee ist gerade wieder rausgeflogen. Yes. Ich komme noch nicht mal dazu, sie zu begrüßen, aber unsere jetzt, Gästin. Genau, jetzt kannst du. Jetzt auf die Gefahr hin, dass ich voll reinlabere. Ich bin jetzt da. Super. Just in time. Der Gruß ging oder sollte genau in diesem Augenblick zu dir rübergehen. Herzlich willkommen, Fee. Dankeschön. Ja, also wie die Live-Hörenden schon gemerkt haben, wir haben ein bisschen Verspätung und das hat mit Verbindungsproblemen zu tun. Wir schaffen es als Sendegarten, dieses wunderbare Werkzeug Studio Link, was der Sebastian ja über viele Jahre schon so gepflegt hat und das so stabil fast immer läuft, dann doch für ihn dann doch nochmal Situationen zu schaffen, wo er da sitzt und sagt, jetzt weiß ich aber auch nicht, warum das nicht funktioniert. Das ist immer schön. Also, aber das ist ja auch unsere Aufgabe. Wir sollen ja auch ein Lasttest sein für dich. Ne? So war ja der Deal. Ja, aber es hängt ja auch immer von der, ich bin ja auch von sehr viel Dingen abhängig wie Internet und wenn das natürlich wackelt, dann wird es halt auch für mich schwierig. Ne? Aber klar. Wir hatten doch, du hattest doch mal, du wolltest doch mal über einen Wollfaden irgendwie Internet machen. Das hat doch sogar funktioniert. Ich kann mich dunkel erinnern. Nee, ich nicht. Eine Wäscheleine. Doch, da war doch, ja, irgendjemand hat doch. Ja, es gibt eine DSL, ja, du kannst über eine Wäscheleine kannst du mit getunten Settings kannst du Internet übertragen, über eine nasse Leine. Ich nicht, sag doch sowas nicht, ich kann das nicht. Aber, ich auch nicht. Aber es funktioniert nicht super toll, also. Ja. Aber es geht. Weißt du, dann ist ein Hotspot-Funk-Mobil-WLAN doch stabiler? Ja, manchmal. kommt natürlich auch auf die Verbindung an. Ne? Okay, ja, wir probieren das jetzt aus. Viele von euch werden den Namen Fee wahrscheinlich noch nicht gehört haben. Ich auch nicht. Also jetzt inzwischen bei der Vorbereitung schon. Aber es ist wieder so ein bisschen Blind Date unterm Gartenbaum. Also ich glaube, Fee kennt den Sendegarten nicht und wir kennen Fee oder Vera kennt Fee. Aber ansonsten glaube ich keiner. Woher kennst du Fee, Vera? Sie ist schon, ich weiß gar nicht, also ich kann mich an zwei Auftritte bei zwei Slams erinnern, aber ich komme nicht drauf, ob es dann noch mehr, also sie ist öfter mal bei Slams im als Vorgruppe sozusagen, im Rahmenprogramm aufgetreten. Und genau. Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich einer Künstlerin das Messer ins Herz gerammt habe. Keiner kennt sie. Das kennt man böse. Auch von Radioreports sehr gerne. Immer ja. Wenn ich eine CD rausbringe und dann macht man eine Radio-Promotion, dann kommt immer zurück, spielen wir nicht, weil Künstlerin zu unbekannt. Da denkt man sich auch mal, da beißt sich auch die Katze in den Schwanz, wenn das aber alle so sehen. Natürlich. Nein, alles gut. Ich bin, man muss sehr abgehärtet sein, wenn man tatsächlich schon so viele Jahre Musik macht wie ich. Ja, alles gut. Ja, ich habe ja gerade gesagt, also Sebastian hat heute Stress, ganz klar. Du hast sicher auch Stress, du hast jetzt wirklich über viele, viele Minuten tapfer ertragen, die ganzen Anweisungen da, druck mal hier, probier mal das, um die Verbindung herzukriegen. Aber ich habe vom Herrn König und dir, den ersten Podcast, also die erste Episode gehört, Improvisation. Und da redet ihr ja auch über Interviews, die euch gestellt werden und über völlig inkompetente Interviewpartner. Und ich habe immer gedacht, oh Gott, die reden von mir. Ich habe von nichts Ahnung. Sie angeln doch gerne in Norwegen, nicht wahr?
Also ich gestehe freimütig, ich habe eure erste Episode gehört und wollte die letzte hören, weil ich dachte, dann höre ich da nochmal rein und dann macht der Jan die alleine mit dem Max. Die war auch schön, aber das war eben nicht euer gemeinsames und da habe ich mich jetzt so ein bisschen verkalkuliert mit der Zeit. Aber ich habe mir noch ein paar schöne Lieder angehört von dir, denn die Fee ist Künstlerin, also Künstlerin, ja. Das sind ja auch die Wortakrobaten, aber du bist Musikakrobatin, also du machst Musik. Singst. Musik. Mein Gott, wie nennt man das denn? Sängerin. Singer-Songwriterin zum Beispiel. Ja, gut. Ja. So. Oder um es auf Deutsch zu sagen, Sängerin und Liederschreiberin. Ja, Liederschreiberin klingt doch gar nicht schlecht. Das klingt nach einem Deutschen, so wie ich es in meinen Texten verwurschteln würde. Klingt so ein bisschen nach Mittelaltermarkt. Kommt, höret die Liederschreiberin. Gebt Handgeklapper ausreichend. Vielleicht sollte ich da mal anfragen, ob ich mal bei sowas reinpassen würde. Bestimmt. Ich habe da Kontakte zu Mittelalterbands. Ja. Ja, bitte. Da also, gab's doch mal die sind so schon ein bisschen älter, die Kontakte, aber ich bestimmt, also ja. Beim Mittelaltermarkt. Ich komm drauf, die Kontakte zurück. Sind schon älter. Okay. Das passt ja auch ins Bild. Entschuldigung, ja. Was? Wie? Ich habe reingequatscht. Sie kommt was? Drauf zurück auf die, genau. Auf die, auf zurück. Auf die alten Mittelalter-Bands. Kontakte, genau. Auf die alten Kontakte zum Mittelalter. Sehr, sehr schön. Wir kommen übrigens auch gleich auf dich zurück, wenn wir auf die Gartenbank gehen. Also das Format unseres kleinen Happenings hier ist, dass wir uns so mit unserer Gästin so eine Stunde, anderthalb frei fließend unterhalten. So, und wir versuchen immer so ein bisschen Porträt, kann man sagen. Also, also unser Sendegartenkonzept ist so, wir reden in Mikrofone und unsere Gäste reden auch in Mikrofone und jeder erzählt so ein bisschen, wie er sie das so erlebt, was die Idee ist, warum macht man das eigentlich, was hat man für Erfahrungen gemacht, wie ist das Publikum, welche Technik benutzt man und also alles so im weitesten Sinne um dieses Thema Podcasting drumherum. Aber bei dir kommt jetzt auch noch diese spannende andere Facette dazu, also Bühnenmensch zu sein. Wie ist das denn überhaupt da so, sich hinzustellen und dem Publikum so, ja, so Eigenes zu präsentieren? Das ist ja sicherlich auch immer sehr herausfordernd. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr spannend werden kann. Aber wir kommen immer vorher nochmal zurück auf die sogenannte neue Ernte. Das sind die Sachen, die uns von der letzten Sendung zugeschickt worden sind, aber das ist diesmal ein bisschen wenig, weil wir die letzte Sendung noch gar nicht veröffentlicht haben. Wir sind da diesmal ganz, ganz weit vorne. aber wir haben eine Zuschrift von vor 5 Sendungen, die schon die ganze Zeit hier im Schubfach, nein, nicht ganz, aber die liegt seit Ende Juli bei mir im Schubfach, aber ich habe sie noch nicht untergebracht, weil ja auch die vorletzte Sendung eine besondere war, so ein Vor-Ort-Termin. Deshalb machen wir nur eins, aber trotzdem machen wir jetzt kurz die neue Ernte. Denn nichts finde ich blöder, als wenn sich Hörende melden und ihren Beitrag geben und das dann einfach ignoriert wird oder unter den Tisch fällt. Also das möchte ich nicht. Falls das irgendjemandem passiert ist, weil wir jetzt vielleicht auf Twitter auch nicht mehr 8 Wochen zurückgescrollt haben, könnte vielleicht sein, dann möchte ich an dieser Stelle um Entschuldigung bitten. Aber ich möchte vor allen Dingen danken dem Till. Der Till hat nämlich am, wie habe ich vorhin gesagt, Ende Juli? 20. Juli, ja, also ist noch nicht ganz. Also ist noch nicht so lange her. Ne? Man kann sich noch an den Juli erinnern. Könnt ihr euch noch an den Juli erinnern? So ein bisschen, ja. Ja, dunkel, ne? Also, okay. Da haben wir nämlich in irgendeiner Sendung über Eisenbahnen gesprochen und über unter anderem ging es darum, ob Züge dann bis zum Ende durchfahren oder früh umdrehen und dann hieß es die Pofalla-Wende oder die Scheuer-Wende oder ich weiß nicht, was noch immer. Wir haben da irgendwie so frei von der Schnauze geredet und da hat sich schon auch der Zugfunk-Podcast, der Markus hat sich gemeldet und gesagt, oh, was habt ihr denn da erzählt? Ich glaube, ich muss mal vorbeikommen und euch mal erzählen, wie das bei der Bahn eigentlich zugeht. Da kann ich nur sagen, ja, herzlich willkommen, gerne. Aber der Till hat auch geschrieben und zwar schreibt er, hallo liebe Sendegärtnerinnen, ich bin begeisterter Zuhörer des Sendegartens und habe noch 2 Blüten zum Bahnbashing für die Nummer 125 Shownotes. Ein großartiges Buch über die Verfehlungen der DB in den letzten 50 Jahren. Dir stehen die Haare zu Berge.
Das erste Drittel geht komplett über Stuttgart 21 und dann ganz tief rein in die endlosen Patzer der DB. Das heißt Schaden, Oberleitung, geplantes Desaster. Nee, das ist die Abkürzung. Wie heißt das Ding? Moment. Ach, wieder super vorbereitet hier. Schaden in der Oberleitung, genau. Das geplante Desaster der Deutschen Bahn. Link in den Shownotes. Und das ist ein Amazon-Link. Aber gut, wir machen ja keine Werbung hier. Und zum selben Thema schreibt er weiter, zum selben Thema Bahn hatte unser geschätzter Daniel Kriesel einen sehr lustigen Talk gehalten, hier zu sehen. Fast so gut wie der vom Kopierer. Das ist eine Aufnahme vom Chaos Communication Kongress von 36C3. Bahnmining, Pünktlichkeit ist eine Zier von David Kriesel. Den hatte ich auch schon mal gesehen, den kann ich wirklich empfehlen, also aus eigener Anschauung. Und damit schreibt Till, beste Grüße von Gartenbank zu Gartenbank. Vermutlich saß er dabei gerade beim Schreiben. Ja, also das ist etwas, was sich auf etwas von vor 5 Ausgaben bezieht, aber es ist nicht vergessen. Dankeschön, Till, für die Zusendung. So, habt ihr noch spontan irgendwas aufgeschnappt, mitgekriegt, was wir hier unterbringen? Das ist nicht der Fall. Gut, dann kommen wir jetzt mal ganz schnurstracks auf die Gartenbank. Und auf der Gartenbank sitzt die Fee. Fee ist eine Künstlerin und ich würde sogar sagen, sie ist eine Zauberin, da sie es schafft, auf Pappgitarren zu spielen. Das ist ganz großartig. Also die Luftgitarre kannte ich ja schon, aber die Pappgitarre war mir neu. Wie bist du auf dieses Gerät gekommen, auf dieses Instrument? Ich muss ganz kurz, bevor ich irgendwas dazu sage, sagen, ich habe nur den letzten halben Satz gehört und etwas außer Atem, weil ich gerade ins Nebengebäude rennen musste, durch den Regen und mein Ladekabel holen. Also weiß ich nicht, den ganzen Satz. Oh Mann, also ich mache mir direkt hier richtig alle Ehre. Ich kann mir vorstellen, um was es geht. Ich habe mal ein Musikvideo aus Pappe gemacht. Ich denke, dass du darauf gerade anspielst. Ja, genau. Ah, genau. Herrlich. Okay. Ja, komm, erstmal rein, erstmal durchschnaufen. Einmal tief, nochmal tief. So. Bei mir ist technisch immer der Wurm drin, habt ihr ja schon gemerkt. Das Lustige ist, dass ich in dem Podcast, den ich mit Jan König zusammen mache, wir haben vor jeder Folge technische Schwierigkeiten aufgrund von mir. Das ist wirklich, ist ganz schön, dass sich das jetzt hier fortsetzt. Also für euch nicht, aber. Du kommst also ganz authentisch rüber. Du verstellst dich jetzt nicht für uns, das ist gut. Genau, ich bin so, ja, so bin ich immer. Nee, also ich habe ein Musikvideo aus Pappe gemacht, zu dem Song Dein Haus ist umstellt und das war eine ziemlich typische Fee-Aktion, würde ich mal sagen. Ich überlege mir immer zusammen mit einem Filmemacher, der heißt Phil Wachowitz, was wir denn so für Musikvideos drehen wollen. Und dann komme ich mir mit irgendwelchen Ideen und sage so, kriegen wir das irgendwie hin? Und dann hatte ich diesmal gedacht, Mensch, dann mache ich doch mal eine ganze Welt aus Pappe. Bis mir dann aufgefallen ist, das muss ich ja auch erstmal alles besorgen und basteln und anmalen. Und dann habe ich gefühlt meinen halben Freundeskreis verpflichtet, mir dabei zu helfen, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe, weil es so viel Arbeit war. Aber es ist ein sehr schönes Video geworden. Ich bin sehr, sehr happy damit. Das sieht zumindest niedlich aus. Ich habe es mir vorhin angeschaut. Die eine Szene, wo die eine Wand von dem Häuschen so runtergelappt, da war ich jetzt nicht ganz sicher, ist das jetzt so gewollt oder ist es quasi zerfallen? Ich sag mal, am Anfang war es gewollt und dann haben wir es ein paar Mal gewollt gemacht und dann ist es von alleine auch immer mal geknickt. Wir hatten so durchsichtige Schnüre, weißt du, so Nylonfaden, hatten wir daran befestigt und dann standen rechts und links Leute, die dann halt auf drei dran gezogen haben, damit das ganze Haus zusammenfällt. Das war sozusagen die Story des Songs, dass man immer wieder versucht, etwas aufzubauen und dann bricht es doch wieder irgendwie zusammen. Und dann steckt man auch nicht den Kopf in den Sand, sondern sagt, naja gut, dann baue ich es halt wieder auf. Und irgendwann war das dann schon so oft hingefallen, das Haus, dass es dann manchmal auch von alleine zusammengekracht ist, was wiederum ganz cool war. Wie lange seid ihr denn, also wenn so ein Video
sagen wir mal 3 Minuten vielleicht, ne? Wie lang das so ist. Wie lang ist denn dann so die Phase des Aufnehmens? Kommt man da mit einem Tag aus oder ist das dann auch 3 Tage vorbereiten, durchführen und wieder aufräumen und so? Kann ich mir das gar nicht vorstellen. Also der Dreh ist in der Regel meist einen Tag, kann auch mal 2 Tage gehen, wenn man jetzt zum Beispiel Morgen- und Abendsonne haben will und jetzt nicht die ganze Nacht durchmachen will oder so. Für ein Video habe ich tatsächlich mal 5 Tage gedreht, das war aber so Overkill, dass ich gesagt habe, das mache ich nie wieder. Deswegen versuche ich dann immer, dass der Phil, der die Videos macht, sich immer was einfallen lässt, wie man das dann technisch umsetzen kann. Und so haben wir zum Beispiel auch ein Video gemacht, was komplett gemalt war von Hand, nicht von mir, von der Freundin, die Paula Stenger. Und dann habe ich gesagt, Phil, hast du schon mal ein Animationsvideo gemacht? Er so, nee. Ich so, hast du Lust, eins zu machen? Ja, klar. Und dann hat er sich das irgendwie alles drauf geschafft. Also für den Phil ist es dann natürlich viel Arbeit so in der Post-Production und für mich ist es viel Arbeit in der Vorbereitung, sei es jetzt StatistInnen zu besorgen oder ganz viel Equipment, Räumlichkeiten, all das. Ich würde mal sagen, mit so einem Video bin ich so vielleicht 2 Wochen beschäftigt. Oh, das ist ja sogar noch überschaubar. Ich hätte schon gedacht, das wäre noch schlimmer. Also, weil du ja auch die Idee erstmal entwickeln musst. Ja, das okay, das habe ich jetzt nicht dazu gerechnet. Die reine Durchführung, ja, okay, verstehe. Mhm. Verstehe. Was ist denn eigentlich der Gewinn von so einem Musikvideo? Da kommen ja eigentlich verschiedene Künste zusammen. Ne? Also du bist ja eigentlich, sagen wir mal, Autorin deiner Texte und Komponistin deiner Lieder. Und damit ist das Audio ja eigentlich abgedeckt. Aber was ist der Mehrwert, dass man das dann noch in so ein Video reinpackt? Warum ich glaube, ehrlich gesagt, das ist noch so ein bisschen aus früherer Zeit. Viva! Ja, vorhin kurz vom Mittelalter, aber so alt dann auch wieder nicht. Ja, genau. Viva ist ein gutes Stichwort, Viva MTV, ne? wo ein Musikvideo ganz natürlich war, weil so konntest du halt einfach das Ganze promoten. Und das hat natürlich jetzt auch noch den Effekt, für mich hat es auch den Effekt, dass es einfach nochmal eine weitere Ebene reinbringt. Natürlich, jeder hört in einem Song was anderes, verbindet damit was anderes, hat andere Bilder im Kopf, wenn er die Zeilen hört. Und wenn du dann noch eine visuelle Schiene dazu packst, dann kannst du einfach noch eine Ebene aufmachen. Und ich tobe mich da gerne auch kreativ aus. Ich merke dann immer nach einem Dreh, warum machst du das alles? Aber ja, wenn das Video dann fertig ist, denke ich mir, aber es ist jetzt auch echt cool, dass es da ist. Und natürlich kannst du Singles besser promoten. Und dadurch, dass ich eine durch und durch DIY-Musikerin bin und jetzt nicht irgendwie große Promogelder oder sonst was habe, muss ich halt immer alles selbst promoten und überlege mir dann halt Wege dazu. Entweder mache ich mal einen Flashmob oder ich habe ein Crowdfunding gemacht, was sehr toll lief. Also ich überlege mir da immer neue Sachen. Moment, als Ein-Person Flashmob? Nee, das wäre aber auch geil. Hätte ich mich gefragt, wie das funktioniert oder was das dann vom normalen Straßenmusiker, von der Straßenmusikerin sich abhebt sozusagen. Nee, der Flashmob, den habe ich zu einem Song gemacht, der heißt Bewegt dein Arsch. Und da habe ich meine Band, die mich live begleitet, eingeladen mit mir auf einem kleinen, naja, wie soll man sagen, so ein Oldtimer-Truck mit Ladefläche zu spielen, ein Konzert, also den Song. Und dann habe ich Aufrufe gemacht über alle möglichen Plattformen und habe TänzerInnen gesucht. Und die haben dann eine Choreografie von einer Freundin von mir, die drin ist, bekommen. Und dann haben wir uns an dem Tag verabredet und haben eine Show gemacht. Okay, da ist auch ein Video bei entstanden. Das habe ich auch gesehen. Ne? Genau, das ist genau, auch ein Musikvideo geworden. Fühlte mich ein bisschen angesprochen von Beweg dein Arsch. Also nach dem Motto, krieg mal den Hintern hoch. Es ist nicht immer nur am Schreibtisch. Und es gab ja auch mal von, ich glaube, das war das BAP, Arsch hoch und Zähne auseinander, glaube ich, gab es mal so ein Lied. Das war so ein bisschen die Aufforderung, sich auch gesellschaftlich zu engagieren. Also das hatte so mehr politische Impulse. Sind deine Texte auch als Aufforderung gedacht? Oder ja, was ist denn,
Also du sagst gerade DIY, also das heißt do it yourself, wenn ich das richtig übersetze. Das heißt, du machst alles selber. Das heißt, du schreibst deine Texte selber. Genau. Zu was schreibst du denn? Also ich höre dich jetzt gerade sehr abgehackt. Ich rate mal, was du gefragt hast. Und ja, zwar habe ich verstanden, ob DIY do it yourself heißt, hast du, glaube ich, gesagt? Ja. Ja, und? Genau. Ja, heißt das? Das ist korrekt. Das heißt es. Und das bezieht sich bei mir sowohl auf Songwriting. Das bezieht sich bei mir auf die Promotion. Das bezieht sich bei mir auf Videoideen, auf Coverideen. Natürlich hole ich mir immer an gewissen Stellen dann Leute dazu, die sich in diesem Bereich auskennen, wie jetzt zum Beispiel den Filmemacher oder den Grafiker. Wobei nicht immer. Manchmal mache ich die Cover auch selber. Aber ich lasse mir irgendwie immer alles so selbst einfallen. Ich mache mein Booking, ich mache mein Management. Alles, was man halt so macht. Also ich habe ein Label, das auch mitarbeitet, aber es ist unausgesprochenerweise zwischen uns so, dass ich funktioniere nur, wenn ich selber die Sachen mache. Und genau, so ist das. Okay. Ja, meine Frage, die abgehackte Frage war so, was willst du durch deine Lieder erreichen? Willst du Menschen aufrütteln? Hast du irgendeine Botschaft oder ist das Lebensgefühl, was du gerade in dem Moment spürst, was du versuchst in Text und Musik zu bringen? Gibt es so eine Art, weiß nicht, Motiv, was dich antreibt? Also es sind vor allem immer Dinge, die ich irgendwie wahrnehme und gar nicht so genau weiß, ach, jetzt darüber muss ich schreiben oder muss ich mal was loswerden, sondern ich schreibe einfach drauf los und dann merke ich manchmal im Nachgang, okay, das beschäftigt mich gerade und das kann alles möglich sein. Das kann irgendwas sein, was mich emotional berührt, das kann irgendwas sein, was ich bei anderen gesehen, mitbekommen habe, irgendwas Vergangenes verarbeiten oder Stimmungen aufnehmen, die ja in alle Richtungen gehen können. Du machst das ja jetzt schon wirklich lange. Also wenn ich habe irgendeine Quelle gesehen, da hat man dich, glaube ich, 2017 interviewt, aber da hast du auch schon viele Jahre auf der Bühne gestanden. Also du müsstest ja jetzt eigentlich schon einen sehr, sehr großen Fundus an Liedern haben, wo du einfach so rausschöpfen kannst, wenn du ein Konzert machst. Ja, genau. Ich bin jetzt zum Glück zum musst du noch viel erfinden, zum ersten oder? Mal. Was? Musst du noch viel Neues erfinden oder hast du schon so viel, dass du dich auch selber wiederholen kannst? Das ist eine gute Frage, die ich mir tatsächlich gerade sehr viel stelle, weil ich seit dieser Pandemie eine krasse Schreibblockade habe. Also ich habe seitdem gar nichts fertig geschrieben und frage mich dann natürlich, woran das liegt. Liegt das jetzt irgendwie an der Pandemie, an meinen Emotionen diesbezüglich? Oder daran, dass meine Seele vielleicht noch nicht weiß, was sie sagen will oder soll. Oder ob ich mich eben auch wiederhole, ich kann es euch gar nicht so genau beantworten. Aber ich habe viele Songs. Aber es ist dann auch so, dass dann manche Songs immer mal wieder live aus dem Set bei mir rausfliegen, weil ich dann so merke, okay, den habe ich jetzt irgendwie echt erstmal genug gespielt. Und jetzt ist mal wieder Platz und Zeit für was Neues. Und ich glaube nicht, dass ich wann aufhöre, Musik zu schreiben. Also ich hoffe. Na, das wäre ja auch schade, das wäre wirklich schade. Aber das hast du in dem ersten Podcast über Improvisation hast du das ja auch erzählt, dass du teilweise Lieder so oft gesungen hast, dass sie sich so ein bisschen abgenutzt fühlen und dann auch mal eine Weile lieber nicht mehr gesungen werden wollen. Also ja. Das, als ich das so gehört habe, also konnte ich es wirklich gut nachvollziehen, dass irgendwann auch so ein Verschleiß, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, so einsetzt und dann sagst du, nee, jetzt bin ich satt. Also das habe ich jetzt, nee, das kann ich jetzt nicht mehr. Und das fühle ich vielleicht auch nicht mehr, was ich ursprünglich mal da gefühlt habe beim Schreiben und bei den ersten Versuchen, dass das dann irgendwie nicht mehr. Obwohl, du kannst doch, selbst wenn du ein Lied aus einer emotionalen Situation herausschreibst, du wirst ja diese Situation jetzt nicht immer wieder bei Bühnenauftritten reproduzieren. Das ist ja dann irgendwann auch mal ein Stück
von dir getrennt, denke ich. Mhm. Ja, ich glaube auch. Wobei, das habe ich mich noch nie so genau gefragt, ob das eigentlich so ist. Es gibt Konzerte, da bin ich total im Song oder in den jeweiligen Songs drin. Und es, dann gibt es Konzerte, wo ich irgendwie nicht so richtig den Zugang finde. Und dann merke ich so, das ist dann so wie so ein Abspulen von Erlerntem. Und das macht mich immer ganz, das macht mir immer ganz schlechte Gefühle. Weil ich denke dann so, mein Gott, das sind ja meine Songs und ich will jetzt nicht hier irgendwie eine Show machen, sondern bei mir ist schon jedes Konzert auch ein Unikat, insofern, dass ich nie das Gleiche eins zu eins erzähle. Natürlich überlege ich mir jetzt nicht neue Songbedeutungen. Da kann dann schon mal irgendwie auch was sehr Ähnliches dann gesagt werden. Aber ich rede sehr, sehr viel mit dem Publikum zwischen den Songs. Das gehört irgendwie bei mir, bei den Konzerten sehr viel dazu. Und ja, deswegen würde ich nicht sagen, dass ich so ein Showmaker bin, so jetzt und wo sind die Hände und hier und da. Ja. Nee, also ich habe deinen YouTube-Kanal heute laufen lassen, da werden 10 Lieder am Stück, also man kann die so ab, nach Playlist, dann laufen die so runter. Ja, der alte Mann erzählt von Technik. Und da habe ich, also kein Lied war dabei, wo ich denken würde, ja, dann nehme ich jetzt mal den Nachbarn oder die Nachbarin in den Arm und wir schunkeln uns dann mal so durch den Abend. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber sie haben schon eine schöne Musikalität und ich will das jetzt gar nicht, ich bin kein Musikkritiker, ich kann das gar nicht einordnen, aber mir haben sie gefallen. Ich sag's mal schlicht, wie es ist, so, das war schön. So, Punkt. Schön, vielen Dank. Hast du das schon immer werden wollen? Ist das so dein... Ich meine, es gibt ein Video dabei, ne, im Süden oder irgendwas mit Süden, da fahrt ihr mit so einem Bulli durch die Gegend. Das fand ich total sympathisch. Also Menschen, die VW-Bus lieben, das können nur gute Menschen sein eigentlich. Und dann las ich in der schon erwähnten Quelle, die irgendwo auf deiner Webseite da verlinkt ist, dass du mal Busfahrerin werden wolltest. Das fand ich irgendwie so noch sympathischer. Ja, warum bist du keine Busfahrerin geworden? Was hat dich denn davon abgehalten? Ja, wahrscheinlich die Musik, ne? Ja. Also ich glaube, ich habe immer so als Kind, da gab es dann immer so diese Freundebücher so von Diddl und so. Und da gab es dann immer so die Kategorie, was man später mal werden möchte. Und ich glaube, da habe ich oft reingeschrieben, Sängerin, Schauspielerin oder, und das letzte hat dann oft gewechselt, war dann mal Busfahrerin, war dann mal Verkäuferin, ne, weil ich so dachte, oh, das ist doch toll, wenn du an der Kasse sitzt und immer so das Piep machen kannst. Oder bei dem Busfahrer-Gedanke, das war ja eine Kindheitsvorstellung. Und dann dachte ich so, oh, der hat ein schönes, cooles Lenkrad und der sieht ganz viel von der Welt und so. Deswegen habe ich das, glaube ich, damals so mal eine Zeit lang gedacht. Nie. Ja. Aber bist du noch da? Hallo? Sebastian, ja, ich höre gerade ein bisschen. Ach so, okay. Es war gerade ein dicker Knacks und dann war es etwas still geworden auf der Leitung. Ich weiß, du hast die Geschichte wahrscheinlich schon eine Million Mal erzählt, aber junger Mensch geht in die Schule, wird irgendwie so ein bisschen älter und dann kommt es also dahin, dass man sagt, ja, was willst du denn mal werden? Ja, und dann sagt man Busfahrer oder Verkäuferin oder was auch immer. Und dann hast du irgendwann gesagt, ne, ich möchte Musikerin werden, ich möchte Künstlerin werden, ich möchte rumtouren und den Menschen meine Musik, meine Kunst vorführen. Und dann sagen normalerweise die Eltern, ja Kind, mach doch mal erst was Gescheites, das kannst du doch später immer noch machen. ist das so auch dein klassischer Weg oder hast du da ganz anderen Weg eingeschlagen, um auf diesen Künstlerpfad zu kommen, der ja nicht einfach ist? Also das ist ja, kann man ja schön reden, wie man will, aber es gibt sicherlich ganz tolle, traumhafte Momente, aber ich glaube, es ist auch vor allen Dingen erstmal ganz viel Arbeit. Ja. Es ist ganz viel Arbeit. Ich würde das auch nicht machen, wenn ich das nicht so sehr lieben würde. Also ich glaube, man muss das schon sehr lieben, um wirklich auch diese ganze Arbeit in Kauf zu nehmen und nicht für so anstrengend wahrzunehmen, wie sie tatsächlich ist. Mhm. Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, weil sie waren nicht diese klassischen Eltern, die sagen, oh mein Gott, was? Es war auch schon so, dass
meine Mutter gesagt hatte, sie fände es gut, wenn ich irgendwas, eine Ausbildung oder ein Studium oder irgendwas in der Tasche hätte. Und das habe ich dann nebenbei auch gemacht. Und man muss wirklich fairerweise sagen, das war wirklich nebenbei. Ich wundere mich, dass ich einen Abschluss gemacht habe in soziale Arbeit, so wie Jan König auch. Wir haben uns aber tatsächlich im Studium gar nicht getroffen, obwohl es an der gleichen Hochschule war. Und ich habe nie in diesem Bereich gearbeitet und irgendwie hatte ich es auch nicht vor. Ich glaube, ich habe das einfach nur durchgezogen, weil ich dachte, na, jetzt hast du es angefangen, jetzt kannst du es auch zu beenden. Ich habe dann, glaube ich, einen Bachelor in 11 oder 12 Semestern gemacht, also wirklich Sparflamme. Und ja, irgendwie, als ich gemerkt habe, ach krass, Musik kann ein Beruf sein, war ich nicht mehr davon wegzubringen. Ich habe davor schon immer Musik gemacht als Kind. Ich hatte irgendwie ein Keyboard und so ein Ghetto-Blaster, wo man auf Kassette auch aufnehmen konnte. Und als ich das rausgefunden hatte, dass ich darüber aufnehmen kann, nicht nur abspielen kann, habe ich halt nichts anderes gefühlt mehr gemacht. Dann hatte ich noch irgendwie ein bisschen so Flöte gespielt und ein bisschen gesungen, ein bisschen extrem peinliche Lieder damals geschrieben. So auf das Gepfeife von Wind of Change, dann irgendwie so eine Melodie, also wirklich unterirdisch, aber das waren halt so die ersten Erfahrungen und dann habe ich alles, was ich an Instrumenten oder Trommeln finden konnte, habe ich dann irgendwie so gleichzeitig gemacht, also so zum Beispiel, man konnte mit dem Keyboard, da konnte man was aufnehmen und da konnte man auch so ein Beat abspielen und dann hatte ich noch die Studentengitarre meiner Mutter, die ich nicht so richtig spielen konnte und dann habe ich irgendwie was vom Klavier aufgenommen, so ein Beat abgespielt, Gitarre dazu oder was auch immer und dann dazu gesungen und habe das dann auf eine Kassette aufgenommen und dann war ich halt eine Band. Eine richtig schlechte, aber ich war eine Band. Du warst eine Woman-Band. Super. Genau. Super. Ja. Aber ich habe auch gelesen, du kannst keine Noten lesen. Ist das richtig? Das ist korrekt. Ist ja, das eine veraltete Angabe? Die ist immer noch aktuell. Da stelle ich mir halt immer automatisch die Frage, also ich habe frühkindliche Erziehung und ich war in einem Akkordeonorchester. Musikalische Früherziehung, genau. Da habe ich irgendwie die ersten Noten kennengelernt. Also zumindest, also wenn sie nicht zu hoch sind und zu tief, dann kann ich einigermaßen Noten lesen. Sobald ein paar zusätzliche Hilfsstriche dazukommen, dann bin ich auch verloren. Aber da habe ich zumindest das System Note kennengelernt als Möglichkeit, sowas zu konservieren. Ja, ich kann ein Stück Notenblatt kann ich zu Musik machen oder ich kann es auch weitergeben und die andere Person macht das dann auf eine ähnliche Art und Weise zu Musik. Wie kannst du denn für dich deine Ideen, die du hast, konservieren? Hast du da eine eigene Do-it-yourself-Notenschrift für dich entworfen? Ja, tatsächlich, ja. Ja. Also Noten nicht, aber Akkordnamen. Ich spiele ja auf der Bühne Gitarre und auf der Gitarre schreibe ich auch eigentlich in der Regel alle Songs. Das heißt, ich spiele schon Gitarre, ja. Moment, du schreibst die Songs auf der Gitarre? Das ist ja jetzt keine Schreibmaschine. Wie schreibst du denn auf der Gitarre? Nur für, dass ich mir das jetzt vorstellen kann. Nein, also ich habe die Gitarre in der Hand und schreibe dann einen Song und spiele dabei auch Gitarre. Ach so, quasi praktisch direkt ausprobieren. Wie nennt man das denn? Agil. Ich höre euch wieder gerade ganz Composing. Ja, ich habe gerade ein neues Wort erfunden. Agile Composing. Okay. Das werde ich im nächsten Interview so droppen. Ja, schenke ich dir. Also ja, ich habe meine DIY-Aufschreibmethode und dann überlege ich mir halt zum Beispiel, also wenn mir jetzt irgendeine Person, also zum Beispiel in meiner ersten Band gab es einen, der hieß Simon und der hat mir mal einen Griff gezeigt, ich weiß nicht, wie der halt heißt, aber er hatte mir gezeigt und dann habe ich ihn in meiner DIY-Notenschrift nach ihm benannt, der heißt jetzt nicht Simon, sondern der heißt Sim A, Sim für Simon und A, weil es so ähnlich gegriffen wird wie ein A und bei einem A weiß ich, wie man es greift und so hat halt jeder Akkord hat halt so seine eigene Schreibweise, sodass ich wirklich auch wie Leute, die sehr gut Noten lesen können und den stelle ich mir vor, die sitzen irgendwie am Klavier und spielen vom Notenblatt, so kann ich das von meiner eigenen Schrift tatsächlich auch, weil das so verinnerlicht ist. Ich weiß dann gleich, wo ich hingreifen muss. Ja, klar. Das kann ich mir gut vorstellen. Die Schwierigkeit
Die Schwierigkeit ist natürlich, wenn du da mit anderen spielst, kannst du denen ja nicht diese Sheets da hinlegen und sagen, ja, spiel mal. Ja. Da bin ich immer sehr darauf angewiesen, dass die Leute ein gutes Gehör haben und sich raushören können, was sie spielen müssen. Ja. Ah, ja, es gibt so also, geniale. Danke an meine Band. So geniale Bühnenmusiker, die kannst du ja irgendwie hinlegen, was du willst. Die machen aus allem irgendwie Musik. Also das ist wahrscheinlich gehörst du auch dazu, auf deine Art halt. Aber wo habe ich das denn mal aufgeschnappt? Ich weiß nicht mehr, das war auch irgendwie so ein Bühnendings, wo dann musste einer ausgetauscht werden. Und da habe ich auch gedacht, das kann ja nie funktionieren. Und der spielte da so runter wie nix. Also dann habe ich gedacht, boah, wie kann man so cool sein? Also da gibt's wirklich Typen, puh. Ja. Die werden dann, glaube ich, keine, so wie du, so Individualistinnen oder Individualisten, sondern die werden einfach so gute, sehr gute Handwerker. Die fügen sich da in so eine Kapelle halt ein und dann machen die einfach, was man von ihnen verlangt. Also das ist auch eine andere Form von Musik, ja. Ja, das stimmt. Also brauch's auch, absolut. Kann ja nicht jeder Individualist sein. Das wäre ja komisch. Du hast gerade gesagt, du machst dein Booking selber. Wie gehst du das denn eigentlich an? Ich komme drauf, weil in diesem letzten Podcast, wo der Jan mit dem Max gesprochen hat, da ging es auch darum, wie kommen denn so Bordakrobaten, wie kommen die denn überhaupt, wie werden die denn überhaupt bekannt? Und da erzählten die, dass es wohl eine bayerische Agentur gibt, gerade so für diese Poetry-Slammer. Wenn man da einmal drin ist, dann wird man sofort über jedes Dorf getrieben. Also man wird da quasi, dann ist man auf so einem festen Pfad und da kommt man gar nicht wieder runter. Das ist keine Agentur, das ist ein einziger Mensch, der das macht. Ah. Ja, genau, wollte ich nur mal. Okay, aber das, ja, super, super. Ich quatsche sowieso schon wieder viel zu viel alleine. Aber wenn du, also du machst das ja nicht, wenn du deine Bookings selber machst. Wie kommst du denn an Veranstaltungsorte? Fährst du durch die Straßen und denkst, ach, hier ist ein toller Laden oder da ist ja eine schöne Kleinkunstbühne, da könnte ich ja auch mal anfragen oder so. Ich stelle mir das extrem schwierig vor. Wie machst du ja, das? Ja, es ist erstmal, also am Anfang weiß man natürlich nicht, wie es geht. Als ich angefangen habe, Musik zu machen, wusste ich auch nicht, was es heißt, einen Gig zu spielen. Und dann hat mir mal jemand geschrieben, hast du Lust, bei uns einen Gig zu spielen? Und ich musste erstmal nachfragen, was das denn ist. Ja. Ja. Und ging mir auch so, als ich das erste Mal gehört habe. Ja. Was machen Sie da? Ja, aber ich meine, das ist ja so wie mit allem. Ja, wenn man sich für irgendwas interessiert, am Anfang weiß man nicht, wie es geht. Nehmen wir jetzt mal Marmelade machen. Das habe ich nämlich gestern zum ersten Mal gemacht, kläglich gescheitert. Weil ich das Wasser mitpüriert habe und jetzt habe ich eigentlich eine Suppe, die sehr süß ist. Also, und aber ich meine, man hat dann irgendwas, was einen halt aus irgendwelchen Gründen begeistert oder was man halt gern machen will. Und dann findet man sich halt irgendwie peu à peu zurecht. Und natürlich ist das Booking und generell Live-Auftreten, das ist ja schon ein sehr breit gefächertes Ding. Nicht jetzt so wie Marmelade machen, dann guckst du ins Rezept und dann machst du es halt einmal falsch und dann machst du es richtig. Es gibt halt 1000 Wege, würde ich sagen, um zu einem Auftritt zu kommen. Das kann sein, dass du irgendwen kennst und den fragst, kann ich mal hier bei euch im Laden spielen? Das kann sein, dass sich das rumspricht und du dann Anfragen bekommst. Das kann sein, dass du einfach mal auf der Straße spielst und dann werden andere Leute auf dich aufmerksam und sagen, hey, spiel doch mal da. Oder du lernst andere KünstlerInnen, MusikerInnen kennen, die dich dann mit auf Tour nehmen, dann lernst du da wieder Leute kennen und so gibt's halt, kannst du von allen möglichen Seiten, kannst du dich ja da dran wagen und es gibt auch jetzt nicht so den einen Weg, den ich dann gehe, wenn ich ein Konzert spielen will. Es gibt, ich krieg Anfragen, ganz normal per Mail und dann handle ich das aus und dann sage ich das zu oder nicht und dann gibt es aber auch das Initiativ-Booking, dass ich halt Venues oder Festivals oder irgendwo, wo ich halt spielen will oder eine Band, wo ich Support spielen möchte, schreibe ich dann an oder wenn ich die kenne, rufe ich die an oder versuche irgendwie da einen persönlichen Kontakt herzustellen und dann gucke ich einfach, was da geht und dann handle ich da wieder was aus und dann lernt man ja auch ganz viel Schritt für Schritt. Man merkt dann so, ja okay, Support für eine Metalband spielen passt jetzt zu mir offenbar nicht so gut, weil das ist einfach nicht das gleiche Publikum. Aber das ist auch eine Erfahrung, dann machst du die halt. Ist jetzt fiktiv, by the way, aber ich habe natürlich auch schon Support für Acts gespielt,
die jetzt nicht blöd waren, aber die einfach nicht zu meiner Musik gepasst haben und wo der Effekt einfach gleich null ist, weil dann kommt nicht später jemand an den Merchstand und kauft sich deine CD oder kommt zum nächsten Konzert, das du spielst. Aber wenn das gut passt, dann kannst du darüber wieder Leute erreichen und dir halt eine Fanbase aufbauen. Ja, ich habe mit Freude gesehen, dass du das Ruhrgebiet nicht auslässt. Also Ende September kommst du nach Krefeld, Essen, Gladbeck, Oberhausen und dann bist du also hier tatsächlich im Pott unterwegs. Das finde ich ja sehr schön. Hast du irgendwie Beziehung dahin? Ja, total. Meine Oma, die verstorben ist, die kam aus Duisburg und meine Mutter auch. Und es gibt auf meinem aktuellen Album, das heißt Nachtluft, das gibt es auch überall, wo man halt Musik hören kann, da gibt es einen Song drauf, der heißt Straßburger Straße und der spielt in Duisburg, in der Straßburger Straße, wo nämlich meine Oma gelebt hat und der Song erzählt davon, als meine Oma gerade gestorben war und wie ich mit meiner Familie dastehe und so gefühlt ein ganzes Leben wegschmeißen und aussortieren muss und ja, also deswegen war ich viel im Pott und ich bin auch gerne da. Ich mag die Mentalität sehr, sehr gerne. Komischerweise habe ich noch nicht super viel live da gespielt und deswegen ist es total schön, dass ich jetzt eben Mitte, Ende September da ganz, ganz viele Termine habe und ich freue mich da sehr drauf. Das geht aber. Das ist dann aber auch wirklich 20., 21., 22., 23., da bist du dann auch jeden Tag beschäftigt. Also da hast du keine Schnaufpause zwischendurch. Ja, yep, genau. Das ist eine Sendung, da spielen wir immer das gleiche Programm. Das ist von einem Musikkabarettisten, der heißt Tim Beckmann. Das ist eine Show für den WDR, die wir da aufzeichnen, mit Publikum. Oh. Und die Show heißt Tim Beckmanns Liga der außergewöhnlichen Musiker. Oh, und da bin und ich, du bist dabei, da bin ich, wie schön. Da bin ich Gästin und da ist noch Astur und Eure Mütter. Kenne ich beide noch nicht, aber machen, glaube ich, auch irgendwas zwischen Musik und Comedy jeweils. Genau. Auch? Und machst du auch Comedy? Nee, die beiden. Also okay. Genau. Ja. Nee, ich mache nicht Comedy. Ja, das Podcast tun könnte man ja auch im weitesten Sinne als Comedy bezeichnen, oder? Tut das weh? Entschuldigung. Nein. Ich glaube, mir kann man nicht so schnell wehtun. Dazu mache ich schon zu lange Musik. Ja, und dann sehe ich 29.09. in Frankfurt Fee versus König in der Jahrhunderthalle. Ja. Das ist dann ohne Musik, nur Streitgespräch oder was passiert da genau? Das ist die Show, die Jan König und ich normalerweise viermal im Jahr in der Brotfabrik in Frankfurt gemacht haben, bevor dieses C passiert ist. Hier darfst du es sagen, ohne Schaden ja, zu nehmen. Ja, ich habe es gerade gemerkt. Wir haben zwar auch mal eine Sendung, wo uns das zum Halse heraushing, haben wir gesagt, wir reden da nicht drüber, aber inzwischen hat es sich so ein bisschen in den Normalsprachgebrauch eingewurschtelt. Ich bin da so ein bisschen, ich bin da vorsichtig, weil unser Podcast heißt Podcast ohne Corona und da darf man keine Corona- oder artverwandten Begriffe nennen wie Pandemie oder Krankheit, Maske, bla bla bla. Naja, aber jedenfalls, was ich sagen wollte, wir haben diese Show, Fee vs. König, damit ging auch eigentlich diese ganze Sache los, da gab es den Podcast auch noch nicht und da laden wir uns jeder immer einen Gast oder eine Gästin ein. Ich lade mir jemand ein, der Musik macht und Jan König lädt sich jemand ein aus dem Spoken Word, das kann Comedy sein, das kann Poetry Slam sein, was auch immer. Und dann gibt es verschiedene Dinge, die wir bei dieser Show machen. Wir spielen Spiele, sozusagen Team König gegen Team Fee. Das kann sein, Publikumsquartett oder Pantomime erraten oder auch mal irgendwas Körperliches, dass man zum Beispiel, ich musste mal Hula-Hoop-Reifen tanzen und dabei hat Jan mir Bälle zugeworfen, die ich fangen musste. Und dann andersrum auch. Also wir machen immer, das ist reinster Quatsch und Käse und wir betteln uns im Kuchenbacken und in alle möglichen und dann gibt es halt einen Gewinner und einen Verlierer am Abend und der Gewinner darf dann dem Verlierer eine Aufgabe stellen. Wie zum Beispiel musste Jan, als er verloren hatte, mal im Badeanzug auftreten das nächste Mal.
Das war sehr lustig. Oder er hat mir mal einen Poetry Slam Text geschrieben, den ich auf einem Slam vorlesen musste. Und der war ziemlich schlecht. Und er hat mich so groß angekündigt. Und wir machen diese Show zusammen. Und sie wollte schon immer mal einen Poetry Slam Text schreiben. Und jetzt ist sie endlich auf der Bühne. Und der Text ist großartig. Und dann wurde ich mit einem riesen Applaus auf diese Bühne geholt. Und dann geht's halt los mit: Hi, ich bin Fee. Bei euch alles okay? Und besser wurde es auch nicht. Und dieser Text wurde einfach immer langweiliger. Und die Leute haben mich angeguckt. Und ich dachte so, Gott, ich schäme mich so sehr. Naja, auf jeden Fall stellt man dann dem anderen jeweils eine Aufgabe, die ihm ihr nicht so gefällt. Und dann haben wir ja noch diese Gäste. Und die zeigen dann auch was von ihrer Kunst. Also wir hören Musik, wir hören Texte, sowohl von den Gästen als auch von Jan und mir selbst. Wir machen oftmals noch einen Slam-Musik-Text zusammen auf der Bühne. Genau, und das ist die Show. Und die findet jetzt am 29. September vor der Jahrhunderthalle Open Air statt. Ah, und das ist wahrscheinlich die erste nach 2 Jahren oder 1,5 Jahren oder so? Ja, wir haben einmal zwischendurch eine gemacht, letzten Herbst. Also ist jetzt 1 Jahr her. Die letzte Indoor-Show ist, ja, genau, ist jetzt so 1,5, 2 Jahre her, glaube ich. Genau. Und wir haben ganz tolle Gäste diesmal. Also wir haben immer tolle Gäste, aber diesmal haben wir auch tolle Gäste. Und zwar habe ich in meinem Team die wunderbare Aline Cohn. Das ist eine wunderbare Liedermacherin. Ich weiß nicht, ob ihr sie vielleicht sogar kennt. Und der Jan hat sich Rainer Holl eingeladen, ein Poetry Slammer und Autor und so weiter. Da bin ich raus. Ich bin da, also diese ganze Kleinkunstszene, ich bin vor vielen Jahren, habe ich mal Tresenlesen kennengelernt, Jochen Malmsheimer und wie hieß denn der andere? Frank Gosen. Und das waren so ungefähr die einzigen, die ich in diesem ganzen kleinen Kunstgewerbe überhaupt mal wahrgenommen habe. Aber das fand ich sehr spannend und interessant zu sehen. Die haben halt Texte vorgelesen. Da nannte man das noch nicht Poetry Slam, aber die haben einfach vorgelesen. Tresenlesen hatten die das genannt. Und irgendwann haben die sich getrennt. Dann hat der Jochen Malmsheimer alleine weitergemacht. Und ich fand den, weil der auch so ein Wort Witz hat und eine Wortakrobatik, fand ich den ganz toll und bin dann auch mal zu so einer Veranstaltung in einem etwas kleineren Kreis hingegangen. Und da steht der Künstler dann da so auf der Bühne und wird umjubelt vom Publikum, also Kleinkunstbühne, ne, bis 100 Leute oder 150, keine Ahnung. Und dann hinterher war ich mit Freunden noch in so einem Café nebenan und dann kommt der Künstler rein und setzt sich ganz alleine da irgendwie so an den Tisch und bleibt auch ganz alleine. Ich hatte zwar den Impuls zu sagen, ach, ich gehe mal hin und spreche ihn mal an, aber es war mir zu scheu und zu ängstlich. Und ich fand aber diesen Kontrast zu sehen, also auf der einen Seite vor 5 Minuten hast du ihn noch da als umjubelten Star in Anführungszeichen gesehen und dann ein paar Minuten später sitzt er da ganz alleine an seinem Tisch und muss auch irgendwie mit seinem Leben klarkommen. Also dieser Kontrast, der hat sich bei mir sehr, sehr eingebrannt. Hm. Ja, kann ich verstehen. Wie erlebst du das? Diesen auf der Bühne stehen und dann ist Feiermoment und alle jubeln und applaudieren und hinterher musst du dann doch quasi deinen Gitarrenkoffer selber einpacken und dann irgendwie von der Bühne kriegen. Das ist ja auch ein starker Kontrast, ne? Also mit Luxus hat das nichts zu tun. Das ist nur insofern Luxus, dass man diesen Moment und dass man das machen kann, dass man das so genießen kann. Aber von wegen, du hast dann da deine Roadies, die dann da alles für dich einpacken und so weiter. Das hat man natürlich in der Größenordnung eher nicht oder selten. Ich liebe Kontraste, also ich finde, das hat total was Tolles, aber es hat auch was sehr Schlauchendes. Also ich merke immer so richtig, einerseits brauche ich dann auch diesen Moment, dass ich dann so alleine bin danach. Und wenn ich viel unterwegs bin, auf Tour bin und wenn ich dann zurückkomme oder ein Off-Day habe oder so, dann will ich niemanden sehen. Wenn ich dann einkaufen gehen muss, dann, ich will mir am liebsten wie so ein peinlicher Star irgendwie eine Brille aufsetzen, nicht weil ich nicht erkannt werden will, sondern einfach, weil ich will nicht, dass mir jemand in die Augen schauen kann und ich will auch niemanden selber in die Augen schauen. Ich will dann so mich so abschotten. Das ist total krass. Das ist so wie so eine Gegenreaktion vielleicht, ich bin halt, wenn ich auf der Bühne bin, ich kann nicht sagen, oh Mensch, heute fühle ich mich mal nicht so gut, ich mach mal ein bisschen ruhiger oder so, geht nicht. Sobald ich auf die Bühne gehe,
blendet mein Körper jegliche Negativität oder Krankheit oder was auch immer sein mag aus und ich bin zu 100% da. Und ich gebe auch immer sehr viel Energie und je nach Konzert bekomme ich diese Energie zwar auch zurück, aber es gibt natürlich auch Konzerte, wo es mal nicht so gut ankommt oder wo du fehl am Platz bist oder wo du selber einfach das Gefühl hast, es kommt nicht so gut an, gibt's ja auch. Und dann ist es so ein bisschen wie Energie geben und nichts zurückkriegen. Und das raubt dann noch mehr Energie, weil man so denkt, oh mein Gott, ich habe keine Energie mehr. Also es hört sich jetzt alles so ein bisschen esoterisch an, aber... Nee, überhaupt nicht. Also das kann ich total gut nachvollziehen. Also ich habe auch eine gewisse, in Anführungszeichen, Bühnenerfahrung. Ich habe mal Amateurtheater gespielt und ich kenne, also wir haben aber dann so 30 bis 40 Aufführungen, dann wenn wir ein Stück studiert hatten, haben wir das dann so in Folge gespielt. Also dass ich schon auch weiß, dass es halt Abende gibt oder gab damals, die einfach total rund waren und da hat man gedacht, man ist ja wie ein Fisch im Wasser und dann gab es halt Abende, wo man sich wirklich so durchgekämpft hat. Und es gab eben auch die Abende, die, genau wie du beschreibst, da wirst du mit Energie überschüttet. Und dann auch eben diese, wo du einfach investierst und einfach nur guckst, dass du irgendwie über die Runde kommst, um dann hier dann auch wieder nach Hause fahren zu dürfen und wirklich nichts mit den Leuten mehr zu tun haben zu müssen. Also sicher ist meine Erfahrung eine viel kleinere als die, die du hast, aber ich kann mir das schon ganz gut vorstellen und finde das nicht esoterisch, also überhaupt nicht. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass mir das auch, einerseits finde ich das immer ganz schrecklich, wenn ich dann danach alleine bin. Also ich spiele Solo, ich spiele aber auch Duo und manchmal mit Band. Das ist dann jeweils eine ganz andere Situation. Wenn du mit Band spielst, dann bleibst du in diesem Hoch, wenn das jetzt ein tolles Konzert war und es schaukelt sich irgendwie gegenseitig hoch und dann bist du danach irgendwie noch im Tourbus oder trinkst vielleicht irgendwo ein Bierchen oder so. Und dann hält sich diese Stimmung. Aber manchmal wird es dann auch zu viel. Und dann denke ich mir so, wäre es cool, wenn ich mal alleine sein könnte. Das ist aber natürlich im Tourbus, wenn du da irgendwie 8 Stunden durch die Republik fährst, dann nicht so möglich. Und das sind halt alles immer andere Situationen. Also ich finde, man muss sehr flexibel sein, auch in seinen Gefühlen. Und wie man die jetzt rauslässt oder einfach auch mal eben für sich behält, ist es natürlich schön, wenn man mit Leuten unterwegs ist, die einen gut kennen und die man auch selber gut kennt, so dass man dann einschätzen kann, okay, der ist jetzt nicht pisst auf mich oder so, sondern der braucht jetzt irgendwie gerade mal seine Ruhe. Das ist natürlich sehr von Vorteil. Aber ja, wenn du alleine unterwegs bist, das habe ich am Anfang sehr, sehr viel gemacht. Und da habe ich dann ganz oft, wenn ich nach einem Konzert, fahre ich dann eigentlich, wenn ich Solo spiele, immer mit der Bahn und dann stand ich irgendwo am Bahnsteig im Nirgendwo und dann musste ich immer irgendwie anrufen. Da habe ich immer Freunde oder Familie angerufen, einfach so erzählt, ach ja, und heute Abend das und das war so. Und so, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich will das irgendwie teilen. Aber die Person war ja gar nicht da, also geht das gar nicht so richtig. Und deswegen ist es auch schön, dass man immer mal wieder was Unterschiedliches hat. Mal alleine unterwegs ist, mal mit Band. Ja, hat alles sein Für und Wider. Okay, ja, kann ich gut verstehen. Ich sehe in deinem Plan hier noch den 5. November. Da steht die HR Big Band featured Fee. Mhm. Was ist das? Was macht denn die Hessische Rundfunk Big Band und mit dir da auf der Bühne? Was passiert denn da? Das ist was ziemlich für mich sehr, sehr Großartiges. Ich hatte im Januar diesen Jahres die Anfrage, mit der HR Big Band ein Streaming-Konzert zu spielen. Und die haben mein aktuelles Album, was gerade einen Monat vorher rauskam, mit Big Band Arrangements gespielt. Wir haben das dann im Livestream gespielt und das wurde dann auch nochmal im Hessenfernsehen ausgestrahlt und auf ein paar Radiosendern vom Hessischen Rundfunk. Und die haben jetzt angefragt, ob ich nochmal das Ganze vor Publikum machen möchte. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt, weil das großartig war. Das sind super Arrangements geworden. Die hat Rainer Tempel gemacht. Das ist ein Dirigent und Arrangeur aus Tübingen, der auch viel Big Band-Erfahrung schon hat. Und der hat total meine Songs und die Intuition meiner Songs einfach sehr verstanden und super umgesetzt. Es ist nicht so wie in einen Fremdkörper reingepresst, sondern es passt sehr, sehr gut und die Songs haben echt, es ist eine schöne Klangwelt, in die ich mich so fallen lassen kann. Und dazu bringe ich am gleichen Tag nämlich auch noch das Live-Album raus.
also am 5.11. Und zwar von dem letzten Auftritt, den wir zusammen gespielt haben. Ja. Ui, das wird ja dann ein sehr aufregender Tag. Der auf jeden Fall. Uiuiuiui. Aber jetzt müssen wir mal zur Podcasterin kommen. Ja. Also, wir sind, du hast, also, ich weiß nicht, Vera, warum hast du die Fee eingeladen? Weil sie einfach so ein dufter Typ ist. Das haben wir schon rausgekriegt. Ja, nee, also ich habe eigentlich ja Fee versus König eingeladen, weil ich, ach so. Weil Jan ist ja bei uns mit im, also der moderiert und organisiert ja auch bei uns in Wiesbaden die Slams mit. Seit anderthalb Jahren, glaube ich, ist er im Verein mit tätig. Vorher war immer nur ein guter Freund des Vereins und und dann dachte ich mir, die beiden machen doch einen super Podcast zusammen, dann müssen die doch mal in den Sendegarten kommen. Genau. Ja, und jetzt der Jan weg. Jetzt ist Jan weg, jetzt ja. Hat er abgesagt und genau, jetzt muss Fee da ganz alleine durch. Das heißt, Fee als Musikerin hast du jetzt auch noch nicht so doch, erlebt. Also ich habe ständig doch. Andauernd einen Ach. Ohrwurm von Beweg dein Arsch, also wirklich, das habe ich immer im Kopf. Ich habe sie, wie gesagt, du warst bei uns einmal in Wiesbaden auf jeden Fall und in Mainz. Wie gesagt. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ob du noch öfter in Mainz warst oder nur einmal. Weiß ich, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja, ich glaube, ich war zwei, dreimal in Mainz. Dann doch, ne? Und zweimal in Wiesbaden, meine ich. Ne? Aber so genau weiß ich es nicht mehr. Genau. Auf jeden Fall immer so als Slam. Musikalisches Feature. Musikalisches Feature, das ist das. Ja, ich bin seit 4 Uhr wach. Das Wort Feature fehlte mir jetzt die ganze Zeit. Genau. Wieso bist du seit 4 Uhr wach? Arbeiten. Nee, seit 3.55 Uhr bin ich sogar wach heute. Weil mein Gott. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall als Feature immer bei uns gewesen. Wie gesagt, Jan ist, oh Gott, wie lange kenne ich den jetzt schon? Seit er Slam macht, ist er bei uns immer, dass er da auftritt. Und wie gesagt, jetzt seit 2-3 Jahren ist er bei uns, wie gesagt, als Moderator auch mit am Start. Oder noch länger, ich weiß es gerade nicht. Ich bin seit kurz vor 4 wach. Genau. Bist ja entschuldigt. Genau. Ist alles in Ordnung, alles in Ordnung. Auch. Nee, und deswegen wollte ich die beiden mal einladen, weil ich den Podcast auch sehr gut finde. So. Was magst du an dem Podcast besonders? Dass ich beide kenne. Und aha, okay. Ich finde, das flutscht bei den beiden. So. Die sind ja manchmal auch ein bisschen frech miteinander, ne? Ja, kann, jetzt, genau. So Sticheleien oder so kommen ja schon drin vor. Das ist für zarte Gemüter manchmal. Also ich kenne das hier aus dem Ruhrgebiet, da reden die Leute manchmal auch so, na du Dreckschippengesicht, wie geht's dir denn? Und das ist total lieb gemeint, aber wenn du das Gleiche irgendwo, ich weiß nicht, wo in anderen Gegenden sagst, dann sind alle ganz erschreckt. Wie reden die denn da miteinander? Deswegen, also es ist so Sticheln ist nicht immer und überall so angesagt. Aber damit kommst du als Hörerin gut zurecht, Vera. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall auch der Grund gewesen, der Ausgang überhaupt für unsere gemeinsamen Shows und dann auch den gemeinsamen Podcast, weil wir haben uns auch über ein Kleinkunstformat vor mittlerweile recht einigen Jahren kennengelernt. Das war Kunst gegen Bares. Und alle anderen, die da noch aufgetreten waren, haben mir nicht so zugesagt. Und dann dachte ich schon so, nimmst du den, der überbleibt? Okay. Langweilig heute. Und dann kam Jan auf die Bühne und ich lag am Boden vor Lachen. Ich fand diesen Typ so unglaublich lustig und bin danach zu ihm hingegangen und meinte so, oh mein Gott, du hast mir so den Abend gerettet. Und dann sind wir irgendwie in Kontakt geblieben und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ey, ich würde total gerne eine Show mit dir zusammen machen. Und dann haben wir überlegt. Das war deine Idee? Du hast ihn angesprochen? Aha. Ja. Und habe ich gesagt, hey, was könnten wir denn machen, Cooles? Und dann haben wir ganz viele verschiedene Konzepte irgendwie hin und her überlegt und wurden von den Venues abgelehnt. Ja, zu ähnlich zu dem oder nee, wir haben schon das. Und dann kamen wir irgendwann auf die Idee, warum bringen wir nicht das, was wir immer jenseits der Bühne machen, nämlich uns so zu sticheln, warum bringen wir das nicht auf die Bühne? Weil die Leute das Backstage immer so unterhaltsam fanden, wenn wir irgendwo gemeinsam aufgetreten waren, bei irgendwelchen Slams eben,
dann war das immer so, ey, ihr seid so witzig zusammen. Und dann haben wir halt Fee versus König, war dann halt die Idee. Und damit haben wir dann auch zum Glück die Brotfabrik ziemlich schnell gewinnen können. Den Laden mag ich sehr, sehr gerne. Und das ist sozusagen eigentlich unser Zuhause. Ja. Das war ich okay, noch nie. Wie ist das? Also es gibt ja inzwischen mehrere so bekanntere Podcast-Leute. Ich denke nur an Reinhard Remfort und den Herrn Bielendorfer. Die haben sich irgendwann einfach mal ans Mikro gesetzt, losgequatscht und gemerkt, auch die Chemie stimmt irgendwie. Und seitdem gehen die auch auf Bühnen und machen im Prinzip gefühlt für mich jedenfalls auch nichts anderes, als sich spontan zu unterhalten. Vielleicht gibt es da im Hintergrund inzwischen so ein bisschen so eine Absprache, so eine Regie, wann welches Thema kommt, aber es fühlt sich immer noch so an, als würde das aus dem Stegreif passieren. Ist das bei euch auch so das Prinzip Stegreif oder habt ihr eine Vorstellung von dem, was an dem Abend passiert, von dem aber das Publikum dann noch nichts weiß? Also was wir natürlich planen, sind die Spiele. Wir planen auch, welchen Song wir gemeinsam machen. Er überlegt sich, welche Texte er von sich macht und ich die Musik. Alles andere ist völlig Freestyle. Und es ist ganz lustig, weil Jan relativ erfahren ist mit so Moderationen, weil er ja viele Slams veranstaltet und moderiert auch. Und ich war da halt total unerfahren. Das Einzige, ich bin zwar sehr geübt darin, auf der Bühne zu stehen und zu meinen eigenen Songs, in meinem eigenen Konzert irgendwie was zu sagen, aber dann Gäste anzumoderieren und zu interviewen auf der Bühne, das war für mich völlig neu und ich war so irre aufgeregt vor unserer ersten Show und da war es total toll, weil der Jan mich so erden konnte, weil er so souverän das alles gemacht hat und ich habe mich gefühlt wie so eine kleine quiekende Maus, die irgendwie völlig aufgeregt ist. Ich war am nächsten Tag war ich so heiser, weil ich die ganze Zeit auch so mich so überschlagen habe in meiner Stimme und beim Lachen und also es war eine außerkörperliche Erfahrung, würde ich mal sagen. Und ich dachte so, oh Gott, ich habe mich komplett blamiert, ich kann das überhaupt nicht mit dem moderieren, was habe ich mir denn dabei gedacht? Und es waren ganz viele Leute da, die mir hinterher Feedback über die ganzen sozialen Kanäle und so geschickt haben, haben gemeint, boah, so eine sympathische Moderatorin und so, und ich glaube, dass die Kombination aus Jan und mir einfach so gut funktioniert, weil er so routiniert seine Moderationsskills hat und ich so völlig so irgendwie mache. Das ist, wie wenn man mit jemandem Tischkicker spielt und einer kann das so richtig gut mit einer ausgefuchsten Technik und dann ist der andere, der einfach trillert und irgendwie, wenn das aufeinander prallt, dann entsteht da halt irgendwie was, von dem beide noch nicht wissen, was passiert. Der Souverän und der Störer sozusagen. Oder ja, genau. Der Souverän und die Störende, genau. Also genau. Der wird dann einfach aus seinem Fahrwasser gerissen und muss dann auch erstmal gucken, was passiert denn jetzt eigentlich. Das macht die Sache natürlich spannend. Ja, und dadurch, dass wir uns gegenseitig auch immer mal so ärgern, ist es ganz lustig, weil dann, ich habe so zum Jan gesagt, ey, wir müssen wirklich, wenn wir auf die Bühne kommen, der erste Satz muss geplant sein, sonst, wenn wir den ersten Satz schon verkacken, dann bin ich den Rest der Show einfach, fühle ich mich nur noch schlecht, weil ich denke, wir haben es von vornherein verkackt. Und dann haben wir bei der, ich glaube, zweiten Show war das dann so, haben wir gesagt, okay, komm, wir überlegen uns den Satz und dann er schreibt immer die Moderationskarten für uns, wo die Abläufe sind, wann kommt welches Spiel und so. Und dann hat er da halt den Satz 1:1 auch drauf geschrieben, halt mit so einem Smiley versehen. Und dann beim Soundcheck habe ich gemeint, wir müssen jetzt einmal diesen Satz proben, wer was sagt. Und er lacht sich halt immer so über mich kaputt, wenn ich sowas mache, obwohl ich so, das sieht mir gar nicht ähnlich, weil ich nicht so der Planmensch bin, sondern einfach drauf los und frei Schnauze. Aber ich wollte irgendwie am Anfang, weil ich so nervös war, diesen ersten Satz, der musste einfach sitzen. Ja. Ja. Man möchte dann die Sicherheit haben, nicht gleich auf die Bühne zu stolpern, sprachlich. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Genau. Wie seid ihr denn dann, also gut, du hast dann gesagt, ich möchte mit dem Jan auf die Bühne gehen. Ihr macht jetzt da mehrmals im Jahr, wenn es erlaubt ist und wenn es möglich ist, dann halt dieses Bühnenprogramm. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr das mit einem Podcast begleitet oder angefangen habt? Oder was ist die Idee, das dann noch parallel in ein gesprochenes, ist ein Audioformat, ne, zu gießen? Mhm. Ist ein Audioformat, genau. Also Jan hatte schon relativ früh mal gesagt, er würde gerne mal einen Podcast mit mir machen und ich war so, oh nee,
nee, ich will keinen Podcast machen, genug zu tun. Und dann kam die Pandemie und dann habe ich ihm eine Voicemail geschickt, gesagt, Jan, komm, wir machen einen Podcast, in dem man nicht Corona sagen darf. Und er schreibt zurück, geil, machen wir. Ja, jetzt gibt's den Podcast. Okay, ja, das ist super gelungen, super gelungen. Ja, genau. Das heißt, wir nutzen im Prinzip die Zeit, in der man nicht so richtig auftreten kann oder nur manchmal auftreten kann, nutzen wir einfach, um weiter diese Show und das Gemeinsame so am Leben zu halten. Und das macht auch mega Bock. Ich habe auf jeden Fall auch, genau wie bei der Live-Show, habe ich einen Moment gebraucht, um reinzukommen. Also, ich meine, ihr habt ja jetzt nur die erste Folge gehört. Aber die war großartig. Da, also, ich habe da schon sehr viel Spaß auch gehabt. Ja, ich finde die auch gut. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass wir dann erstmal uns noch so ein bisschen finden mussten, was wollen wir eigentlich mit dem Podcast? Und wir haben es jetzt so gemacht, dass wir immer uns abwechselnd vorher eine Voicemail schicken mit einem Thema, was einer dann vorgibt. Und die erste Show war ja, da hatte ich das Thema vergessen, ich sollte es angeben und deswegen stolpern wir da auch so rein, weil es gab einfach kein Thema. Aber jetzt bei allen anderen Folgen gibt es halt immer ein Thema, was einer vorgegeben hat. Das kann sein Geld, hatten wir mal, Lieblingsessen, dann hatten wir Humor. Ja, so gibt es halt immer Überthemen und dann hangeln wir uns da so lang. Und mittlerweile machen wir uns sogar eher mehr, ich weniger, vorher ein paar Gedanken, was könnte da inhaltlich passieren, worüber will man da mal sprechen. Ich fand das super sympathisch, dass du quasi eingestiegen bist mit dem, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, ja. Ich hätte was vorbereiten sollen, habe ich aber nicht und das hat die Sache also überhaupt nicht irgendwie negativ beeinflusst. Also ich habt euch auch einfach schön vorgestellt. Also leider diese Woche war ein bisschen, habe ich nicht so viel Zeit und Gelegenheit gefunden, sonst hätte ich gerne noch mal weiter gehört. Also ja, aber ich hatte schon großen Spaß und ich fand vor allen Dingen einfach auch so diesen Kontrast, den ihr beide da aufgemacht habt, er hat sich als ordentlicher Mensch zu erkennen gegeben, also sehr viel zumindest auf äußere Ordnung Wert legt, weil sein inneres Chaos ihn sonst komplett ruinieren würde. Und du sagst, ich brauche keine Ordnung, ich weiß, wo die Dinge sind. Die habe ich doch bisher immer alle wiedergefunden. Das fand ich so schön. Ja. Hat mich erinnert an eine Dokumentation, die ich mal gesehen habe, irgendwo so ein dritter Kanalsender, der hat dann so ein Krämerladen, so ein Tante-Emma-Laden auf dem Land irgendwie besucht und dieser Laden, der war bis unters Dach gestopft voll mit irgendwelchen Sachen, auch nicht nach irgendwelchen erkennbaren Schemata sortiert und so eine ganz alte Dame war da drin und dann sagte der Reporter, aber wie finden Sie denn hier irgendwas wieder? Und dann sagte sie, ach, wissen Sie, jedes Ding hat seine Richtung. Und damit war sie herzlich. Sie wusste genau, in welche Richtung sie laufen musste, um irgendwas zu finden. Ja. Das fand ich großartig. Herrlich. Das hat mich total erinnert an das, was du gesagt hast. Oder andersrum, was du gesagt hast, hat mich total an diese Dame erinnert. Ja, meine Mutter hatte das auch schon. Das, was ich als Kind immer total bewundert und stand fassungslos davor, immer wenn ich Sachen verlegt habe, was ja als Kind ständig passiert. Man merkt sich ja in der Regel nicht, wo man jetzt was hat, seinen Schulranzen oder so. Und meine Mutter wusste immer, wo alles ist. Und ich war so, wie macht sie das? Hat sie überall Kameras? Hat sie doch hinten Augen? Und jetzt, wo ich erwachsen bin, merke ich auch, ich habe das auch. Ich nicht, dass ich das mir absichtlich merken will oder dass ich da akribisch bin, aber ich weiß auch nicht, ob es irgendwas mit einem fotografischen Gedächtnis zu tun hat, aber ich merke mir, wo Dinge liegen, auch nicht nur meine. Also mein Partner lässt auch gerne mal irgendwie kreuz und quer alles liegen und ich weiß immer, wo es ist. Es ist verrückt, es ist wirklich verrückt. Oder so, wo ist denn mein Portemonnaie? Ja, es liegt im Bad da neben der Toilette. Ah ja, und da ist es dann. Also ich weiß nicht, vielleicht gehe ich durch einen Raum und denke und mein Hirn merkt sich, da ist etwas sonderbar. Das liegt da sonst nicht und speichert es ab. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie so ein Scanner. Ja, also genau. Immer im Hintergrund läuft immer so ein Scan-Programm und uns kennt. Ja, wahrscheinlich. Es zieht ganz schön viel Akku. Hast du denn etwas, was du dir besonders gut oder besonders schlecht merken kannst? Es gibt ja so Menschen, die können ja total gut Zahlen sich merken und andere können das kann ich nämlich gar nicht. Buchstaben, okay. Also. Nee, Zahlen bin ich raus.
Also wenn ich dir jetzt sagen müsste, was ich an Miete zahle, keine Ahnung. Ach ja, das wäre jetzt auch hier nicht so, so relevant, dass du zu persönlich. Ich meine, wenn du darüber reden möchtest, natürlich gerne. Aber nee, es war nur ein Beispiel. Also wirklich, jemand nennt mir eine Zahl, ich stehe an der Kasse, ich will bezahlen und ich muss, wie viel? Wenn da keine Anzeige ist, ich merke mir das nicht. Und dann lege ich einfach irgendwie einen Schein hin, wo ich mir denke, naja, das könnte ungefähr hinkommen. Naja, also ganz komisch. Ich gucke auf die Uhr, um auf die Uhr zu gucken, leg's weg und denk mir, wie viel Uhr? Ja, ich weiß es nicht. Das ist, kenne ich aber auch ganz genau so. Ja. Mal zu eurer Podcast-Technik würde ich gerne mal so kommen. Du hast heute Studio Link zum ersten Mal kennengelernt. Das heißt, ihr benehmt offenbar eher auf, indem ihr gemeinsam in einem Raum seid oder so. Was benutzt ihr denn da so an Recording und Mikrofonierung und so weiter? Habt ihr da irgendwie Besonderheiten? Also wie ich schon sagte, die Besonderheit bei mir ist, dass es immer erstmal ein technisches Problem gibt. Und zwar immer. Noch kein Podcast hat von Anfang an einfach klack funktioniert. Wir zeichnen so auf, dass jeder bei sich zu Hause sitzt. Also wir sind nicht in einem Raum. Und er nimmt sich auf über irgendein Aufnahmeprogramm und ich nehme mich über ein Aufnahmeprogramm auf. Und wir zählen halt ein sozusagen, damit wir dann halt das synchronisieren können. Und dann schneide ich das Ganze. Er schickt mir dann die Spur. Und wir telefonieren über Videocall. Das heißt, wir sehen uns dabei und hören uns natürlich auch. Und genau. Und jeder nimmt sein gesprochenes Wort auf. Da gibt es ja bei diesen sogenannten Double-Endern, also jeder nimmt sein Ende auf, gibt es ja auch manchmal das Problem, dass die Geräte sich nicht ganz einig sind, was eine Sekunde ist. Und dann hat der eine 20 Minuten aufgenommen und der andere 23 Minuten, obwohl eigentlich dasselbe drauf ist. Das gibt beim Zusammenfügen manchmal Schwierigkeiten. Hast du da schon mal mit zu tun gehabt oder habt ihr Geräte, die sich da etwas einig sind, was eine Sekunde ist? Nee, haben wir kein Problem gehabt bislang. Super. Aber kann ja noch werden. Nee, also er bounced mir das dann als Wave-Datei und ich habe meins als Wave-Datei und füge es dann direkt in mein Programm, wo ich aufgenommen habe, in das Projekt das ein. Und da hatte ich jetzt bislang nicht so ein Problem. Nee. Ja, super, super. Aber ich bin doch nicht Sebastian, ne? Solche Probleme kann es doch geben. Oder ist das, rede ich jetzt aus der Vergangenheit und inzwischen sind die Geräte alle gut geeicht? Nee, das ist richtig. Das hängt immer von den Geräten ab und das kann selbst beim gleichen Modell unterschiedlich sein. In der Regel sind es nur wenige Millisekunden, also das ist jetzt wirklich Minuten auseinanderläuft, da ist dann was anderes schiefgegangen, aber das kann mal besser oder mal schlechter funktionieren, genau. Das manchmal muss man ein bisschen zwischendurch was rausschneiden oder so, um es wieder anzugleichen. Oder man schrumpft die Spuren halt zusammen mit der Originalspur. Das geht dann auch, ja. Super. Aber gut, dass Fede so schlechte Erfahrungen nicht gemacht hat. Also ich habe schon mal von Leuten gehört, die da heftig drüber geschimpft haben, dass sie da sehr viel Schneidearbeit hatten. Aber sehr gut. Ja, bei zwei Personen geht es meistens auch noch einigermaßen. Sobald es aber irgendwie 3-4 Personen werden dann und da dann solche Effekte besonders stärker auftreten, dann wird es schon sehr anstrengend, sowas dann im Double Ender zu schneiden, wenn man da nicht auch noch die Referenzspuren hat. Ja, okay. Also du schneidest das dann zusammen und dann, wie wird das dann veröffentlicht? Also auf welchem Weg kommt das dann in die Öffentlichkeit? Das kommt über Anchor FM in die ganzen Kanäle rein. Ah ja, okay. Also das ist so ein... Kennt ihr das? So vom Namen her, ja. Plattform. Ja, genau, da kannst Namen du einfach dir einen Account erstellen und da lädst du dann einfach deine Audiospur rein. Das ist dann immer eine MP3. Und kannst dann Text, Bild und Titel ändern und Episodenanzahl und dann lädt er das gleich automatisch auf alle möglichen Plattformen. Also ganz easy. Ja, das ist so ein Service. Also in diesem Podcastland, wo wir so unterwegs sind, da sind auch viele so auf Handarbeit gepolt. Also am besten alles selber konfigurieren und selber da so hosten. Aber ich glaube,
die neuere Zeit ist eher schon dahin unterwegs, dass man sagt, ich hätte gern so einen Dienst, wo ich das einfach hingebe und der macht das dann schon schön und der sorgt auch dafür, dass der Server aktuell bleibt und so weiter. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Also ja, also ich mache mir mit sehr vielen Sachen gerne mal zu viel Arbeit, aber bei manchen Sachen bin ich auch relativ pragmatisch bei sowas eben. Da denke ich mir so, nee, damit muss ich mich jetzt nicht auseinandersetzen, das alles einzeln genau. hochzuladen. Nö, da bin ich ganz schmerzfrei. Ich bin eher dann beim Schnitt bin ich dann eher so, dass ich mir denke, das noch, hier ist noch ein Räusperer, den schneide ich noch raus und so. Machst du das? Einfach, machst du das richtig schön sauber? Das, nicht richtig doll, aber ein bisschen. Der Jan muss nämlich sehr viel sich räuspern. Ich weiß nicht, ob Vera das vielleicht mal aufgefallen ist. Ich weiß nicht, was er hat. Ich würde ihn jetzt fragen, wenn er da wäre. Ne? Genau, der räuspert sich total viel. Und es nervt total. Das holt einen immer wieder raus aus dem Flow eben. Und sowas schneide ich halt weg. Genau. So, das heißt, bei sowas, da bin ich dann eher akribischer, ne? Dass ich dann so denke, nee, das soll dann auch irgendwie, wenn das rausgeht, soll das auch gut sein. Ich meine, ich würde ja jetzt auch nicht hier ist eine Fliege, die mich irre nervt. Ich würde ja jetzt auch nicht ein Interview, das extrem beschissen ist, würde ich ja nicht sagen, nee, hau mal raus. Super, super. Also ich finde, muss ja nicht sein. Nö, muss nicht sein. Also ich bin so ein, persönlich bin ich so ein Verfechter von Live on Tape. Also auch in der Aufnahme, in der Konserve kann gerne das passieren, was jetzt hier einfach passiert. Aber ich weiß auch von vielen anderen, die dann sagen, nö, das muss ja nicht. Also wenn das dann auch konserviert wird, dann möchte ich das so ein bisschen gerade schneiden und so. Also das ist finde ich auch in Ordnung. Das kann man so und so machen. Da bin ich jetzt auch persönlich nicht so, soll ich sagen, ich habe keine Bevorzugung. Aber ich verstehe das schon. Ja, ich glaube, das muss auch jeder für sich wissen. Also ich finde auch beide Modelle absolut nachvollziehbar. Ich fände, es wäre komisch, wenn man jetzt alles total skriptet und der Talk nicht authentisch wäre. Ich finde, der Talk muss authentisch sein, aber ob du jetzt im Schnitt noch irgendwas verändern willst oder vielleicht doch mal dir irgendwie, weil du halt mit einer Person quatscht, der du sehr vertraut bist und dann erzählst du halt vielleicht einfach was sehr Persönliches und denkst dir, nee, das ist jetzt eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen. Und dann schneidest du es halt raus. Ich finde, das ist völlig legitim. Das auf jeden Fall. Genau. Also das auf jeden Fall, also ich bin jetzt eher bei diesen Räusperern und diesen Amps gewesen, also weil ich eben, also ich weiß von Podcast-Tenden, die versuchen also wirklich jedes irgendwie rauszuschneiden und geben sich da wirklich sehr viel Mühe, das dann zu machen. Da bin ich eher so ein bisschen schmutzig unterwegs und so, ja, dann hat er halt eher gesagt. Aber ich kann das auch verstehen, gerade so ein Wortakrobat, also wenn er wirklich was Tolles sagt und dann bist du da richtig schön gefangen und dann hängst du ihm quasi an den Lippen und dann kommt irgend so ein Laut, der da der die Sache so ein bisschen kaputt macht und du hast die Möglichkeit, dann machst du halt die Schere dran und gut ist. Ja, kann ich auch total gut verstehen. Wie wird das angenommen? Welche Rückmeldung von Hörenden bekommt ihr? Also ich habe bislang echt sehr viel Positives bekommen an Feedback. Ich habe noch nie was wirklich Negatives gehört. Also es war mal so, da wurden wir mal inhaltlich mal kritisiert, als es um, da ging es in der Folge um Krankheit und Gesundheit, ganz allgemein, jetzt nicht auf Corona bezogen. Und da haben wir den Begriff Schulmedizin verwendet, wo wir dann hinterher für kritisiert wurden. Oder da haben wir Homöopathie mit Placebo an irgendeiner Stelle gleichgesetzt. Solche Sachen dann eher mal. Aber dass jetzt jemand sagt, euer Podcast ist scheiße, das habe ich jetzt bislang, ist nicht zu mir durchgedrungen, muss ich sagen. Also ja, ist schön. Prima. Manchmal kommt auch so Feedback von wegen so, ich habe wieder so gelacht und ach, das war so eine witzige Folge. Eure beste Folge. Das kann ich mir am ehesten vorstellen. Also ich werde auf jeden Fall die Episoden, die ich bisher nicht gehört habe, die werde ich bestimmt noch nachhören. Weil das, mein Favorite von allen Podcast-Folgen, die wir bislang gemacht haben, also wir haben ja 10 gemeinsam gemacht und jetzt macht jeder noch ein Special und dann ist die erste Folge vorbei, die erste Staffel vorbei. Das Special mit Jan, das war jetzt schon mit Max das. Und nächsten Dienstag kommt noch mein Special mit einer Gästin. Und meine Lieblingsfolge ist, wo sich Hase und Hirsch Gute Nacht sagen. Da geht es um Sprichworte bzw. Redewendungen.
weil ich das überhaupt nicht kann und ich hatte dieses Thema vorgeschlagen, weil ich halt wirklich sowas sage wie, ach guck mal, das ist doch da, wo sich Hase und Hirsch gute Nacht sagen und vermische regelmäßig irgendwie so Redewendungen und ich weiß dann auch nicht, ist das jetzt das oder war es jetzt das oder könnte, bin ich sicher. Und diese Folge, finde ich, ist sehr amüsant geworden, weil wir uns gegenseitig getestet haben und dann raten mussten, wie Sprichworte weitergehen oder auch uns mal so angenähert haben, was bedeuten denn so Sprichworte und was fängt man damit inhaltlich an teilweise, also so echt sehr fragwürdige Sachen. Ich habe die Folge im Bus sitzend gehört, ich sitze ja jetzt inzwischen viel lange im Bus wegen dieser blöden Brückensperrung und ich musste auch, ich war froh, eine Maske anzuhaben, weil ich auch sehr kichern musste die ganze Zeit. Ja, ja, ist schön. Ja, die hat auch echt Spaß gemacht. Das war auch eine mit wenig Schnitt. Das war einfach, die hat einfach geflowt. Das ist auch so ein Ding, ne? Wenn du dann ja, so finde ich, so ein Podcast aufzeichnet, geht euch ja wahrscheinlich auch so. Dann hat der eine die Stimmung und der nächste die Stimmung und so. Und dann muss man manchmal erstmal reinkommen, weil man auch so voll geballert ist mit seinem Tag, den man gerade so erlebt hat. Wir zeichnen auch immer abends auf. Und manchmal, finde ich, braucht es so einen Moment, um reinzukommen. Aber je weiter hinten raus dann der Podcast geht, desto mehr, habe ich das Gefühl, ist man dann irgendwie auch im Flow. Ja, hat man sich so ein bisschen eingeschwungen. Auf so ein, es ist ja auch so ein bisschen wie so ein gemeinsames Lied, auch wenn man halt nicht singt. Aber es ist schon irgendwie so ein so was Gemeinsames. Das kann man, glaube ich, schon so irgendwie spüren. Auf jeden Fall. Merke ich halt, also im Moment mache ich es nicht mehr so häufig, aber früher habe ich auch als Einzelperson Interviews gemacht und da habe ich, also der Unterschied zwischen der ersten Minute und der 60. Minute, das war doch schon mal sehr deutlich. Also am Anfang dann eher so abtasten und erstmal so reinkommen und alles so ein bisschen steif und dann wird man halt immer ja verbindlicher und es wird ruhiger, runder und das ist schon, aber das ist ja, der Lauf der Dinge einfach. Aber es ist einfach schön, wenn es funktioniert. Sehr schön, sehr schön. Hm. Also die erste Staffel geht dann zu Ende, dann habt ihr 12 Episoden gemacht und dann, das soll es dann gewesen sein, weil Corona dann hoffentlich kein Thema mehr ist. Also ich glaube schon, dass wir auch nochmal eine zweite Staffel machen, aber wir halten uns das jetzt gerade noch offen. Wir haben das jetzt aber noch nicht final entschieden, wann. Wir müssen das auch ehrlich gesagt so ein bisschen von unseren jeweiligen Auftrittsterminkalendern abhängig machen, weil wir gerade jetzt beide extrem viel unterwegs sind und waren. Da hätten wir es gar nicht geschafft, so oft aufzuzeichnen. Also wir kommen 14-tägig aktuell. Ja, und das ja. Nicht, das kommt, ja, da braucht man wirklich, braucht man Luft und Zeit. Und also, ich kann mir gut vorstellen, als Bühnenmensch, gerade vorgelesen, hier an 4 Tagen in 4 Städten, und das geht ja die ganze Zeit weiter. Wie viele Termine sind das hier, was jetzt auf dich zukommt? 2, 4, 6, 8, 10, 12, das sind ja nahezu 30 Termine irgendwie, ich muss mal so überschlagen. Ja, dann da noch Zeit finden für sowas. Ja, ist, genau. Deswegen war ja auch die, ohne. Der Beginn der Pandemie war auch einfach ein guter Zeitpunkt, um dieses Podcast-Thema mal anzugehen, was Jan sich schon so lange gewünscht hat und wo ich gesagt habe, jetzt habe ich auch die Kapazität und jetzt kann ich mir das auch vorstellen zu machen. Und es hat auch mega Bock gemacht. Das war einfach nochmal eine ganz neue Erfahrung und ich habe auf jeden Fall Bock, das weiterzumachen und er hat mir auch schon gesagt, ich habe auch schon ganz viele Ideen für neue Themen und so, für eine zweite Staffel. Also wir müssen einfach gucken, wann wir dazu kommen. Aber ich glaube schon, dass wir das machen werden. Aber ihr macht auch Videoangebote. Also ich hab ein bisschen rumrecherchiert und bin so rumgestromert durchs Internet und da sah ich euch plötzlich kochen. Also ich hab euch aus der Perspektive der Pfanne sozusagen zugeschaut, wie ihr da irgendwas zubereitet habt. Und das war auch super sympathisch. Das Ganze, wo ich dann auch dachte, was ist das jetzt noch für ein Zwischenformat. Wie passt das in das ganze Angebot mit hinein? Ich glaube, das ist gar nicht so richtig so ein Angebot. Ich glaube, das war vielleicht so ein bisschen der Vorreiter des Podcasts, unbewussterweise. Ach, das war vorher, okay. Das war vorher, genau, das ist jetzt, also das letzte Video haben wir bestimmt vor 3 Jahren, würde ich jetzt mal schätzen, gemacht. Ach. Wir hatten das angefangen, weil wir dann einen YouTube-Kanal eröffnet hatten, weil wir die ganze Fee vs. König-Show immer komplett filmen und dann YouTube-Videos hochladen, zum Beispiel von den Performances von unseren Gästen und so. Und da haben wir einfach so ein bisschen Anfangs-Content gemacht, aber wer sind wir eigentlich? Und
da gibt es, glaube ich, so 3-4 Videochen. Einmal, wie wir einen Song für die Show schreiben, einmal, wie wir eben kochen. Einmal haben wir uns einen Glücksbringer gegeben für die Show, für die erste Show. Ich glaube, das war es sogar auch schon. Ich glaube, das okay, einmal so genau waren wir noch im Ebbelwoll-Express waren wir einmal noch, ja. Ja, richtig, das habe ich auch gesehen. Genau, aber das haben wir seitdem nicht mehr gemacht, nee. Was ich nicht ganz verstanden hatte, vielleicht war das ja der Witz an der Sache, dass ihr sagte, wir wollen hier keine regionale Verköstigung oder so machen. Nein, jetzt nicht diese ganzen klassischen Frankfurt Dinge, sondern deswegen sind wir in den Appleboy Express gegangen und haben gesagt, hä, das ist doch gerade das Regionale. Also den Witz, der hat sich irgendwie mir nicht erschlossen. Das aber ist Jans die Stimmung Humor. Da musst gut. du ihn fragen. Das ist genau Jans Humor, ja. Aber die Stimmung war gut, ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Waren wir dann auch echt irgendwann ein bisschen angeschickert. Aber es ist ganz lustig, ne? Vor allem dann läuft da echt grottenschlimme Musik und der Jan konnte halt mitsingen und ich war so, was? Super. Das war ein der lustiger Junge Tag. Mit der Mundharmonika spielt von dem, was einst geschah. Ja, ja, genau. Also ganz alten Sachen könnte ich vielleicht auch noch. Aber dann bin ich wirklich raus dem Show. Herrlich. Jetzt bin ich so ein bisschen durch mit meinen Fragen. Eine Frage habe ich noch, die war ich mir aber bis zum Schluss auf. Jetzt frage ich mal erstmal die anderen, weil ich ja die ganze Zeit hier das Gespräch so an mich gerissen habe. Vera hat schon ein paar Mal sich eingebracht, aber der Lars noch gar nicht. Lars, ich weiß von dir, dass du auch versuchst, dich mit Noten zu beschäftigen und auch das Notenschreiben und das Notenlernen, Lesen lernen und so weiter mal vorgenommen hattest. Jetzt hast du hier eine erfahrene Bühnenfrau, die von sich aus sagt, nö, Noten brauche ich gar nicht. Macht dir das Mut? Ah. Mut im Sinne von Mute. Im Sinne von eingeschlafen Einzige, vielleicht. Mehr hört. Ich hör auch nichts. Ah, er hat vor einer Minute hat er geschrieben, genau. Er ist gut. Also, ach, okay, ja. Wer hinschaut, ist super. Es ist nicht so fast. Er ist ungefähr 90 Minuten lang still im Hintergrund und in dem Moment, wo ich ihn anspreche, ist er halt 2 Minuten vorher gegangen und hat es auch noch angekündigt, aber ich habe es nicht gesehen. Ah, ja, AFK, 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 alles klar. Super. Na gut, dann machen wir das halt hinterher, wenn er wieder da ist und ich stelle jetzt wirklich die letzte Frage und damit komme ich zum Punkt. Fee schreibt sich hinten mit einem Punkt. Was bedeutet der Punkt? Der ist entstanden, weil ich früher eine Band hatte, da waren wir so Anfang 20, also die Bandmitglieder und ich. Und da hatten wir ganz schnell irgendwie auch ein großes Label und einen Verlag und ein Management und eine Booking-Agentur und so das ganze Besteck, was man braucht, um ein im Radio gespielter Popmusiker zu werden. Und ziemlich Frosch im Hals. Und da habe ich so meine ersten Erfahrungen gemacht, auch mit größeren Touren und dem ganzen Kram. Und da habe ich gemerkt, so wie die arbeiten wollten, also jetzt vor allem das Label, wollte ich das nicht, weil die ja gesagt haben, naja, ihr seid ja irgendwie eine ganz nette Band, so, ihr macht äußerlich was her und ihr spielt auch ganz gut eure Instrumente, aber die Songs, naja, also Hits sind es jetzt nicht. Und dann war der Vorschlag, dass andere Hit-Produzenten, sage ich jetzt mal, die Songs für uns schreiben, die dann hoffentlich im Radio laufen. Und da habe ich gesagt, ey, sorry, aber da bin ich einfach raus. Das ist nicht, das entspricht mir nicht, wie ich Musik machen will. Aber long story short, ich wollte dann da irgendwann raus, nachdem ich das dann mal eine Weile versucht hatte. Und dann bin ich auch aus der Band irgendwann raus, weil wir uns dann irgendwie auch in diesem ganzen Prozess, der eine ganze Weile ging, auch so ein bisschen verloren haben. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt solo was und ich lasse mir jetzt nicht mehr von einem Label oder einem Management oder einem irgendwem reinreden, sondern ich mache jetzt alles selber, also Stichpunkt DIY wieder. Und das nenne ich jetzt Fee und Punkt. Also Fee Punkt, nicht und Punkt. Du hast einfach einen Punkt gemacht, hinter die Zeit vorher.
Ja. Ja, also vor allem hinter die Leute, die danach kämen, also das Management, das Label, also Fee und dann gibt es noch das Management und das Label und den Vertrieb und den Verlag und wer da alles immer so mitredet. Ja, ja, ja. Wie gesagt, es ist einfach nur Fee und Punkt und sonst niemand. Das war so die Anfangsintuition, weil ich so durchgeschallert war von dieser Zeit und so gemerkt habe, was wollte ich denn eigentlich selbst nochmal für Musik machen? Wer will ich denn selbst überhaupt sein? Und ich muss mich jetzt erstmal irgendwie finden. Und dann habe ich gesagt, ich lasse jetzt alles, ich schmeiße jetzt alles über Bord, was ich gelernt habe und fange jetzt nochmal von vorne an. Und wir hatten halt damals auch schon größere Support-Touren gespielt. Da haben wir irgendwie mal eine Tour mit Christina Stürmer gespielt und Culture Candela und so ein Kram. Und dann habe ich gesagt, ich will mich jetzt gar nicht irgendwie, ich will jetzt gar nicht daran anknüpfen, sondern ich will was Neues machen. Und ich will von Grund auf lernen, was heißt es denn, das Booking zu machen, zu überlegen, welche Setlist spielt man denn? Und auch die Gitarre dann selbst, also mich selbst zu begleiten und nicht darauf angewiesen zu sein, dass andere mitspielen, ne? Also einfach komplett in meinem Universum zu bleiben und bei mir zu bleiben, meine Songs zu schreiben, die Aussagen da reinzupacken, die ich nach draußen bringen will. Und habe mich dann hingestellt und habe eine Wohnzimmertour gespielt als allererstes. Und das war richtig geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe natürlich nichts verdient. Also ich glaube, ich habe in 2,5 Wochen 200 Euro verdient. aber da habe ich auch so gedacht, ja Mann, es ist halt einfach sauhart, aber ich will auch diesen steinigen Weg, ich will den gehen, weil ich glaube, nur dann kann man an einen Punkt kommen, wo ich sein will, wo ich mich sehe. Ich will nicht der große Popstar im Radio sein, der irgendwie durch irgendeinen Hit da gelangt ist. Ich will das auch gar nicht verteufeln. Es gibt ja Leute, die wollen genau das, ist auch völlig in Ordnung, aber ich will lieber etwas Beständiges aufbauen und etwas, das viel, viel anstrengender ist und wo du ganz, ganz eine flache Kurve hinlegst von Leuten, die du erreichst und nicht so eine steile, die dann aber auch wirklich ein Fundament bilden und die dich dann nicht irgendwie, wenn dein Hit nicht mehr gespielt wird, dann irgendwie auf den Boden klatschen lassen, sondern die dich auch abfedern und mit denen man jetzt auch ein Crowdfunding machen kann. Ich habe über 30.000 Euro nur per Spenden von einem Crowdfunding gesammelt für mein aktuelles Album. Und das gibt mir so einen Rückhalt, dass ich halt auch immer irgendwie wieder die Energie finde, um weiterzumachen, weil ich bin ja der einzige Motor. Es gibt ja nicht die Band oder das Management, das sagt, ey, jetzt musst du aber mal wieder was rausbringen, sondern irgendwie sind es auch ein bisschen die Leute. Wow. Also, ja, ich hatte gerade gesagt, letzte Frage, aber da bringst du noch mal einen ganz neuen Aspekt rein. Also dieses erstmal, Philipp, bewundere ich den Mut, den du da zum Ausdruck bringst, dass du einfach sagst, also das, was ich bisher gemacht habe, habe ich zwar versorgt, also Geld bekommen, damit kann ich meine Miete bezahlen, aber das ist nicht das, was ich machen will. Ich mache jetzt hier den großen Schnitt und steige aus und mache alles alleine. Also allein dieses, ich mache alles alleine, wohl wissend, dass das wirklich auch eine Überforderung sein kann, oder hätte auch darin enden können, in einer Überforderung, diesen Schritt zu gehen, Respekt, das zu machen. Und dass du dann jetzt eine Fanbase, oder Fan klingt immer dann, und dann an der Stelle klingt Fan klingt ein bisschen zu falsch, ne? Freunde. Ich nenn's jetzt tatsächlich die Crowd. Also immer wenn ich ein Newsletter rausschicke, ist es die Crowd, da ich auch das Crowdfunding gemacht habe und da kam ich dann so drauf, weil ich schon immer das Wort Fan blöd fand, weil das halt was Fanatisches hat und das soll es überhaupt nicht sein. Auch. Ich möchte nicht, dass Leute mich anhimmeln und Fanat in mich sind auf eine schräge Art und Weise, sondern dass sie die Musik und die Vision und das teilen können. Ja, genau. Also Unterstützerinnen klingt jetzt dann auch eher so gönnerhaft irgendwie. Es ist schwierig, da ein gutes Wort für zu finden, dass man, also ich kenne es von anderen, die nennen das meine Family, also im erweiterten Sinne, ne? Also das ist jetzt hier irgendwie die Fee-Family oder so. Aber das, ja, aber ich habe tatsächlich eine Gruppe auch, die so heißt, ja. Also gibt's auch. Wobei ich das passt, gar nicht mal im Nachgang so passend finde, weil Familie oder Family ist einfach was ganz anderes. Ich finde, eigentlich kann man das nicht sagen, ohne dass ich jetzt irgendwen damit verletzen will oder so, aber es ist ja schon auch trotzdem, es ist ja jetzt, es sind keine Freunde, es ist keine Familie, sondern es sind, es ist irgendwie eine Gemeinschaft,
die eine Sache gut findet. So, und ich bin der Motor dieser Sache. Keine Ahnung, vielleicht so. Ja. Also das mit der Crowd kommt schon ganz gut hin. Da passt ja auch das Wort Crowdfunding da ganz gut dazu. Aber dann lass mich, darf ich vielleicht noch neugierig fragen? Also du hast dann gesagt, ich mache ein neues Album, aber ich muss dafür ein bisschen Geld investieren. Ich muss da in Vorleistung gehen oder was auch immer. Ich weiß nicht, was man tun muss, um so ein, wahrscheinlich muss ein Studio mieten und dann professionell einspielen oder so. Genau. Das kostet Geld und seid ihr bereit, mich dabei zu unterstützen und gebt ihr mir was, wirft ihr mir was in den Hut? Es ist mehr als das. Es ist eine echte Unterstützung. Gebt ihr mir ein bisschen Geld, damit ich das, diese Vorleistung erbringen kann. Und das hat funktioniert, offenbar. Genau, das hat super gut funktioniert. Ich hatte auch echt Schiss, dass es nicht funktioniert. Ich konnte das nicht einschätzen, weil ich das ja noch nie gemacht hatte. Ich hatte das aber schon sehr lange vor. Ich wollte es auch zu dem Album davor schon machen. Aber da ist es dann irgendwie dann doch nicht dazu gekommen. Und dann dachte ich so, jetzt mache ich es. Und ich hatte das Crowdfunding gestartet im Januar 2020, als die Welt zumindest coronatechnisch noch in Ordnung war. Und knapp. Die schlitterte dann in die Pandemie rein, also lief bis, ich glaube, Mitte April oder so. Und ich dachte so, oh mein Gott, ach du Scheiße, jetzt macht bestimmt keiner mehr mit, weil alle verunsichert waren. Ich meine, die ganze Welt hat ja die ersten Wochen total verrückt gespielt. Ja, man musste ja Klopapier kaufen oder hinterherlaufen. Ja, man war, genau, ja, musste investieren in Klopapier, nicht in neue Musik. Ja, genau. Ja. Und dann stand es auch mal eine kurze Zeit lang still und da kam dann nichts Neues rein. Und dann hat es aber echt nochmal angezogen. Ich glaube, da hatte ich dann einen Post gemacht, mein Social Media irgendwo, und habe den Leuten gesagt, falls sie das nicht wissen, dass ich das Funding-Ziel von 20.000 Euro, das war mein erstes Funding-Ziel, dass ich das erreichen muss, um es ausgezahlt zu bekommen. Und wenn wir das nicht erreichen, dann bekommen sozusagen alle ihr Geld zurück. Das ist ja das System von Crowd oder das Prinzip von Crowdfunding. Und wir standen so bei, ich weiß nicht, 15.000 oder sowas. Und ich dachte so, boah, das wäre so ein Abfuck, wenn jetzt wegen 5.000 Euro alle ihr Geld zurückbekommen und ich nichts in Hand habe. Und deswegen habe ich da nochmal so einen Aufruf gemacht. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht wussten das auch viele nicht. Auf jeden Fall dann ging es wieder los. Und dann sind wir echt bis zum zweiten Funding-Ziel, bis über, also das war bei 30.000 dann. Und da sind wir dann knapp drüber gelandet. Und das war so krass für mich. Das war echt... Ich habe da auch echt mitgefiebert die ganze Zeit. Ich bin auch Teil der Crowd. Hab die ganze Zeit mitgefiebert, so, oh Gott, schaffst du es noch? Ja, es war sehr spannend. Ja, es war eine aufregende Zeit. Ich glaube, ich habe gleich am Anfang direkt eine CD geordert. Genau, die ist jetzt auch hier bei mir. Sehr schön. Ja. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, gerne. Hat ja geklappt alles. Danke fürs alles, Being, ne? Part. Ja. Ja, aber das finde ich ist auch so was Schönes. Ja. Natürlich, du konntest ja Dankeschöns holen, die mehr kosten und konntest aber auch einfach die CD vorbestellen oder auch sowas wie ein, ich glaube, das nannte sich Corona-Free-Hack oder sowas, weiß ich nicht mehr. Das ist natürlich nur Symbolisches, aber da konntest du dann für, ich glaube, den Minimalbetrag, den man da irgendwie halt zahlen kann, ich glaube, das ist sowas wie 5 Euro, konntest du dann, 3 Euro, glaube ich, konntest du einen Free-Hack bekommen oder gutes Karma oder so ein Kram. Und du konntest aber auch Wohnzimmerkonzerte buchen, mit Band, ohne Band etc. Und eine alte Gitarre von mir konnte man da erwerben. Ja, und so, jetzt habe ich immer noch nicht alle Dankeschöns überreichen können, weil die ganzen Wohnzimmerkonzerte, das konnte ich jetzt alles noch nicht machen. Jetzt hast du das so oft gesagt. Was heißt das? Kommst du dann wirklich ins Wohnzimmer? Also wenn ich jetzt diese Menge an Geld gegeben hätte, um in diese Kategorie zu kommen, das heißt, ich könnte einfach sagen, hier Sonntagnachmittag, 17 Uhr zum Kaffee kommst du vorbei mit deiner Band und dann spielt ihr eine halbe Stunde Musik oder was? Ja, so? Im Prinzip, also natürlich ist es gedacht als Konzert und nicht als ich stelle mich jetzt bei euch zu Kaffee und Kuchen, sondern die Leute können einfach ihre Freunde einladen, wen immer sie wollen. Und dann komme ich ins Wohnzimmer oder auch in den Garten oder was sie halt haben, wo möglichst viele Menschen reinpassen. Und dann spiele ich dann ein Konzert. Nehme die Technik mit und ja, genau. Schön.
Ich kannte das von Musikstudenten, die haben früher Treppenhauskonzerte gegeben, vor allen Dingen, wenn sie irgendwie einen Auftritt vorbereiten wollten und brauchten so ein bisschen Spielpraxis, auch vor Publikum. Dann haben die sich irgendwo ins Treppenhaus gestellt bei Freunden und dann haben die ein sogenanntes Treppenhauskonzert gegeben. Das fand ich auch mal sehr witzig. Aber das ist ja ist nicht ganz vergleichbar, aber ein bisschen ähnlich, dass man einfach so an ungewöhnliche Orte geht jedenfalls. Es ist keine Bühne im eigentlichen Sinne, sondern statt dass das Publikum zum Künstler kommt, kommt der Künstler oder die Künstlerin zum Publikum. Ja, wobei ich muss sagen, ich finde das Format total toll. Also natürlich, das kann auch richtig unangenehm sein. Ja, genau. Wenn du bei dem blöden Nachbarn von gegenüber spielen sollst, den du nicht leiden kannst, ist das doof. Das ist dann doof, ja. Oder ja, es gibt ja verschiedene Situationen, warum das mal doof sein kann. Meistens sind diese Konzerte irre schön und total intim. Und dadurch, dass ich ja auch bei Nicht-Wohnzimmerkonzerten, also bei Bühnenkonzerten, sage ich jetzt mal, auch schon immer sehr viel mit dem Publikum rede, ist es bei einem Wohnzimmerkonzert einfach nochmal verstärkt. Und die Leute können auch sozusagen mitreden, ne? Also ich höre dann irgendwas im Publikum und dann gehe ich darauf ein und dann sagt die Person was dazu oder so und dann lachen alle. Das ist total schön. Könnte das auch dazu führen, dass du dein Programm spontan änderst? Das mache ich sowieso immer. Ach, sehr gut. Okay. Ja. Jetzt ist gerade die Stimmung für, was weiß ich, dieses Lied und nicht das andere, was eigentlich auf dem Zettel steht. Absolut. Herrlich, schön, klasse. Ach, schön, schön. Aber jetzt ist der Lars wieder da. Kann ich meine Frage doch nochmal eben an dich loslegen, geben, Lars? Ich weiß von dir, dass du Musiknoten schreiben lernen wolltest oder lesen lernen wolltest. Und hast du jetzt hier eine Künstlerin, die erfolgreich auf der Bühne steht und selber sagt, ich kann das gar nicht. Macht das irgendwas bei dir? Dass du sagst, ja, dann brauche ich das ja auch nicht lernen, dann mache ich jetzt auch Sim A und dann weiß ich, was gemeint ist. Hallo? Hallo Lars? Erde an Außenstudio, hallo. Er hat vorhin gesagt, er ist mit einem Setup unterwegs, was nicht ganz beständig ist. Sebastian, wissen wir irgendwas über den Verbleib von Lars? Hallo. Hallo. Bin ich da? Du bist da, hallo. Hallo Lars. Ich bin da, das ist ja doch, siehst du, dieses Setup ein paar Monate nicht benutzt und schon verkackt. Nun denn. Ein Knopf zu viel. Aber du hast mich gehört. Aber jetzt viele Knöpfe. Ja, ich habe dich gehört. Ja, und ich habe deine Frage gehört und ich habe eifrig geantwortet und die Gelegenheit ist für ein für alle Mal vertan. was macht das bei mir, hast du gefragt. Dieses mit dem Notenlesen können ist eine Sache, die ich gerne können will, aber eigentlich ist das nur ein Bestandteil dessen, dass ich Musik verstehen lernen möchte. Also wahrscheinlich möchte ich eigentlich ein bisschen Musiktheorie lernen, denn warum klingt es mistig, wenn ich diese Taste und jene Taste drücke und bei dieser Taste und jener Taste in Kombination eben nicht? Wie kreiere ich eine Melodie? Wie kreiere ich eine Begleitung darunter und so weiter? Und welchen Regeln folgt das und so weiter. Das sind die Dinge, die ich eigentlich lernen möchte. Mhm. Und hast du eine Idee, du DIY-Künstlerin, wie kriegst du die Sachen raus, die klingen und nicht klingen? Oder wie trennst du das, was klingt, von dem, was nicht klingt? Ausprobieren. Also ich weiß es nicht, beziehungsweise anders gesagt, wenn ich jetzt Gesangsmelodien schreibe, mir überlege, das habe ich mittlerweile so verinnerlicht, dass es da einfach keine Fragen mehr gibt. Auch dann, wenn ich irgendwie zweite Stimmen mir dazu überlege, dann die kommen dann einfach, die fließen dann raus. Das ist, glaube ich, wie wenn jemand einfach jetzt sehr gut ein Instrument beherrscht, kann der auch einfach in einem Jam improvisieren. Das ist dann wahrscheinlich bei mir mit der Stimme so. Aber das kann ich zum Beispiel auf die Gitarre nicht. Dazu bin ich nicht gut genug und vor allem habe ich da zu wenig Hintergrundwissen, beziehungsweise gar kein Hintergrundwissen. Mittlerweile, weil ich nicht so eine große Bandbreite an Akkorden in meinem kleinen DIY-Notenbüchlein habe, weiß ich dann meistens auch, der Akkord und das geht zusammen und kann das dann schon irgendwie beim Schreiben so, ach ja, der Akkord, den kann ich danach, kann ich den spielen, das passt.
Aber da stoße ich auch immer an meine Grenzen und denke mir regelmäßig so, oh Mann, wenn du doch einfach nicht so faul wärst, diese blöde Musiktheorie dir mal ein bisschen drauf zu schaffen, dann würde, glaube ich, das wäre es besser bestellt um meine Kreativität, weil mich natürlich die Akkorde langweilen, wenn du immer die gleichen spielst. Ja, ja, klar. Ja, das ist, glaube ich, auch so das Einzige, ne? Oder beziehungsweise natürlich auch, wenn meine Band im Proberaum steht und jammt, wäre es schön, wenn ich mitjammen könnte, kann ich aber nicht. Mhm. Ich kann dazu was singen, aber das ist irgendwie auch affig. Und dann stehe ich halt daneben und höre zu. So. Ja. Aber gut, man kann nicht alles haben. Weg. Ich bin halt einfach offenbar, ich will es nicht genug, sonst würde ich es ja machen. Genau. Die Faulheitsausrede. Ja. Dann. Willst du noch was sagen? Ja, ich hab noch einen, aber das soll jetzt nicht als Klugscheißerei rüberkommen oder so. Hattest du gesagt, Crowdfunding funktioniert so, dass es immer nur ausgezahlt wird, wenn der volle Betrag zusammen ist. Das ist nicht überall so, aber das ist dir sicherlich bekannt. Genau, es gibt auch andere Kampagnen, ich glaube, die heißen dann irgendwie 0-Euro-Kampagnen oder 1-Euro-Kampagnen oder sowas, glaube ich. Wüsste ich jetzt nicht, aber Ich kenne es von Indiegogo, dass du eben ein flexibles Ziel hast. Aber okay. Wenn es bekannt ist, ist sowieso alles klar. Ich wollte hier nicht rumklugscheißern oder so, aber das war mir gerade so eben aufgefallen. Also da, wo ich das gemacht habe, das war bei Start Next. Ich glaube, da ist es immer so, dass du ein Funding-Ziel hast. Du kannst natürlich auch sagen, mein Funding-Ziel ist 1 Euro. Kannst du ja machen. Und hoffen, dass es drüber geht, ja. Genau. Ansonsten zahlst du den Euro halt selbst. Ja, streich meinen Beitrag an der Stelle. Mein verbalen Beitrag. Nein, das hatte ich vorhin gar nicht. Das hatte ich vorhin auch im Sinn, dass je nach Crowdfunding-Plattform unterschiedliche Regeln gelten. Und bei der einen ist das halt so und bei der anderen anders und so weiter. Die sind ja auch nicht alle gleich. Die funktionieren ja nach etwas unterschiedlichen Mustern. Also ich kann es nur sagen von Startnext, da war ich. Ja. Da war das so. Aber jetzt mittlerweile, also jetzt zu Corona-Zeiten haben die auch ich sag jetzt mal Special-Kampagnen, wo du einfach Geld sammeln kannst, wie viel da reinkommt und brauchst kein Funding-Ziel, um sozusagen zu verhindern, dass dann das Geld wieder zurückgeht, damit die Leute halt trotzdem ihren Support bekommen. Ja, das gibt's jetzt im Moment auch da. Okay. So, jetzt haben wir so viel geredet. Ich danke dir ganz herzlich für die vielen, vielen tollen Antworten, die du uns gegeben hast. Aber ich würde gerne noch ein bisschen teasern, also auf welchen Kanälen kann man dich denn, wenn Menschen jetzt neugierig sind, irgendwie wahrnehmen? Also das Einfachste, was man halt finden kann, ist feemusik.de, also fee mit Doppel-E und dann die Musik und das die E dahinterher. Und da ist genau, man auf die Musik mit K auch, ganz wichtig, weil Musik, das passiert auch oft falsch. Und unter genau dem gleichen findet man mich überall bei Instagram, Facebook und YouTube, also immer mit dem Benutzernamen @feemusik. Genau. Und unseren Podcast findet man unter Fee versus König. Da muss man dann bei dem Benutzernamen König mit OE schreiben. Und König schreibt man mit C übrigens. Also Fee, V-S-C-O-E-N-I-G wäre das. Genau, da sind wir auch bei Instagram, Facebook und YouTube zu finden. Und überall da, wo es Podcasts gibt. Genau, das natürlich auch. Das sowieso. Ja, ich habe das per Pocket Casts ich bin Pocket Casts Nutzer und habe das in die Suche eingegeben und dann tauchte das irgendwie auf und habe ich gesagt, ja bitte, hier hätte ich gerne. Und dann fing das Ding an zu rotieren und zu rotieren und zu rotieren und habe ich schon gedacht, was ist denn los? Also hat er sich jetzt komplett an dem Angebot verschluckt oder so? Und er brauchte wirklich sehr lange, bis das dann da angekommen ist. Also das schien, also ich glaube, andere Kanäle sind da wahrscheinlich flutschiger als jetzt Pocket Cast. Aber habt Geduld, aber wenn euer Podcatcher vielleicht ein bisschen rotiert, es funkt, am Ende wird alles gut, dann kommt es halt raus und es gibt wirklich sehr schönen Content zu hören, kann ich von, also zumindest die zwei Sachen, die ich gehört habe und wir haben ja gerade Vera gehört, die sich bei dem Hase und Hirsch. Hirsch, muss ich gute Nacht sagen, das könnte vielleicht sogar die Episode sein, die bei mir als nächstes auf dem Speiseplan steht, hätte ich beinahe gesagt. Ja, super. Ja, sehr schön.
Okay, machen wir hier einen Schluss. Danke nochmal. Also wir kommen jetzt von der Gartenbank runter. Wenn du Lust und Zeit hast, bleib einfach gerne noch bis zum Rest der Sendung da. Kannst du auch immer wieder einmischen, wenn irgendwas ist, wo du sagst, hier habe ich nicht verstanden oder was ist das? Erklär mal genau oder ich weiß es aber hier besser. Ich habe eine andere Quelle. Misch dich einfach gerne ein. Aber wenn du sagst, ich möchte lieber abhauen, schlafen gehen oder was auch immer, kann ich auch gut verstehen. Eher mal also, Mittagessen bei mir. Ich habe noch nicht Mittagessen. Mittagessen ist auch gut. Habe ich irgendwie vergessen heute. Ja. Oh. Naja, aber genau. Ich wollte sagen, vielen Dank für die viele Aufmerksamkeit und dass ihr unseren Podcast, wenn ich auch den jetzt alleine vertreten habe, dass ihr dem so eine schöne Plattform geboten habt. War ja, sehr nett, mit euch zu plaudern. Jan ist ja nun gerade bühnentechnisch heute Abend mehr oder weniger spontan verhindert. Also die Info kam relativ kurzfristig. Und danke dir, dass du trotzdem alleine gekommen bist. Wir werden den Jan wahrscheinlich irgendwann auch noch mal auf die Gartenbank setzen. Und vielleicht kannst du dich heute einfach dazusetzen. Und ja, dann gerne. Sagst du immer, stimmt doch gar nicht. War doch ganz anders. Mit dem Jan auf einer Gartenbank, herrlich. Genau. Ja, sehr schön. Okay. Dann, wünsche ich auf jeden Fall allen Zuhörenden und euch natürlich einen schönen Abend und eine schöne weitere restliche Folge. Dankeschön, Fee. Danke. Und dir schöne, ganz viele schöne Erfahrungen auf der Bühne mit der Gitarre, schöne Inspirationen, Lieder, die dir selber gefallen und Menschen, die dir gut tun. Das wünsche ich dir. Vielen Dank. Dankeschön. Gerne. Gut. Na dann. Dann, ja, sag dir auch noch Tschüss. Genau. Ja, tschüss. vielleicht komme ich da zu einem zu eurer Show mal da bei der Jahrhunderthalle. Ja. Ich guck mal, dann ich arbeite ja in Hüst, da kann ich da gerade mal vorbeikommen. Ah, perfekt. Ja, wunderbar. Ne? Eben. Ja, dann 29.09. Genau. Na dann. Da ist die Bundestagswahl gelaufen, da ist dann wieder Ruhe im Karton, dann kann man sich auch solchen Dingen in Ruhe widmen. Ja. Yep. Ja. Na dann. Na dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und Dankeschön an Vera, dass du den Kontakt hergestellt hast und überhaupt die Idee geboren hast. Super. Ja. Super, super, super. Ja, jetzt versuchen wir mal wieder irgendwie die Kurve zu kriegen zum Querbeet, ne? Ja, Querbeet. Jo, was gibt's denn sonst noch so in unserem Podcastland? Ich habe die Tage was wahrgenommen, dass es jetzt, wie soll ich das sagen, So-Pod und Wie-Pod gibt's. Das fand ich sehr interessant. Wer hat denn da Lust, ein bisschen aus der Kombüse zu sprechen? Sebastian, erzähl mal. So-Pod und Wie-Pod? Sommer-Podstock und also, Winter-Podstock. Wer hat sich denn die abgehört? Also die stammt nicht offiziell von uns. Das wisst ihr. Da habe ich kommt jetzt aus auch gerade überlegen müssen, was gemeint ist. Ja. Entschuldigung. Ich bin Mitarbeiter an einer Universität und da gibt es halt immer das Sommersemester und das Wintersemester. Und das ist so in mir drin, dass ich, von mir war das ganz klar, das ist ja so wie und so Pod und wie Pod. Und dann kann man noch den Kompott dazu nehmen, aber okay. Ja, genau. Ja, das ist wieder, ne, ich in meinem Hirn springt das auf. Ich denke, ja, jeder versteht das und keiner versteht mich. Das ist sehr schön. Aber wir haben es ja klären können. Gut, also bitte. Genau, wir haben im Podstock Podcast schon angekündigt und auf der Webseite auch zu finden mittlerweile, ein Winter- und ein Sommer-Podstock angekündigt, weil dauert ja viel zu lange bis zum Sommer. Und gehe ich mal aufs Winterpodstock ein. Das wird wieder ein Remote-Podstock sein. Diesmal eigentlich ohne viel Vorplanung, was das Programm angeht, sondern wirklich Barcamp-mäßig, sodass wir dann am Freitag oder Samstag früh, da die Details sind wir noch am Plan, wann genau halt so eine Sessionplanung machen, also wem jetzt Barcamp nichts sagt, wo man halt dann vor Ort quasi oder in dem Fall remote festlegt, über welche Themen man sprechen möchte oder welche Themen einen interessieren. Also es muss ja noch nicht unbedingt sein, dass man selber dort dann die Session zwar einen Wunsch dazu hat, aber vielleicht andere findet, die dann das dann erklären oder wo man einfach eine Diskussion darüber führt oder gemeinsam recherchiert, geht vielleicht auch. Also es gibt sicherlich viele Möglichkeiten und den meisten wird sicherlich Barcamp ein Begriff sein und dahin soll das dann so ein bisschen
gehen. Ja, und einfach gemütlich zusammen sein, so im Winter, das unter charmanter Remote-Atmosphäre, das stellen wir uns eigentlich ganz, ganz nett vor. Charmante Remote-Atmosphäre, super Wortschöpfung, müssen wir direkt aufschreiben. Genau, das Ganze ist vom 18.02. bis 20.02., also von Freitag bis Sonntag geplant, 2022 soll er stattfinden, genau, und ja, Details, wie gesagt, das wird so die nächsten Monate dann von uns geplant und veröffentlicht, aber wie gesagt, das meiste wird vor Ort stattfinden, also einfach nur dabei sein, den Termin zu markieren und vielleicht sich schon mal zu überlegen, was interessant sein könnte, was man selber beitragen kann oder was man vielleicht auch gerne vielleicht einfach in Erfahrung bringen möchte. Das ist dann der Punkt, wo man sich dann austauschen kann dazu. Ja, und dann haben wir noch angekündigt natürlich wie jedes Jahr und diesmal hoffentlich dann wieder vor Ort natürlich das Sommerpodstock in der Kulturherberge. Das ist dann vom 1.7., also wieder ein Freitag, bis Sonntag, 3.7., das sind die Kerntage. Ja, und das ist dann eigentlich ein hoffentlich vor Ort Podstock, wie wir es vor der Pandemie eigentlich jedes Jahr genießen konnten und hoffentlich dann genießen werden. Und ja, es wird, ja, keine Ahnung, wir wissen noch nicht so ganz genau, wie natürlich die Pandemie zu dem Zeitpunkt dann aussehen wird, ob wir da dann, ob das Geschichte ist und wir uns dort ohne Auflagen und ohne selbst aufgelegte Sachen frei austoben können oder ob wir da noch irgendwelche Hygienemaßnahmen stärker anwenden müssen. Das wird sich dann hoffentlich auch irgendwann Anfang nächsten Jahres irgendwann klären, hoffentlich. Und ja. Genau, da werden wir dann aber bei Zeiten entsprechend informieren, sobald wir auch Gewissheit haben. Ja, danke schön, dass du das erzählt hast. Wer das alles nochmal nachhören möchte, es gibt wieder einen Podstock Podcast Audio-Kanal, wie heißt der? Heißt der Podstock Podcast? Ich weiß gar nicht. Der heißt einfach, also podcast.podstock.de ist die Domain, findet man auch auf der podstock.de Seite verlinkt, unter Podcast, und überall anders sollte es im Podcatcher, glaube ich, unter Podstock Podcast zu finden sein oder Podstock wahrscheinlich dürfte ausreichen. Mir wäre da jetzt nicht so viele Namenskonflikte bekannt. Ja, und da hat sich das Orga-Team nach der Beratung hingesetzt und hat dann noch ein paar Worte aufgenommen, auf die Tonspur gebracht, wo genau diese Sachen dann alle nochmal beschrieben sind, mit den Gedanken, die dazu gemacht worden sind. Ihr habt das sehr schön sozusagen inszeniert. Ach, das ist noch so lang bis zum Sommer. Was kann man denn vielleicht zwischendurch machen? Ah, ich hatte eine Idee. Lass uns doch mal im Winter treffen. War, ich hätte auch gleich. Das war als schlechteste Überleitung der Welt. Es war überhaupt nicht geskriptet, aber naja. Also fand es niedlich. Ach ja, dann lass uns doch mal in den Kalender gucken. Blätter, Blätter. Ah, ich hätte hier eine Idee. Könnte man natürlich. Um alle, man weiß, es ist schon längst vorher alles vorbesprochen gewesen, aber es war schön. Der Versuch war einfach sehr niedlich. Ja, es war tatsächlich aber wirklich als schlechteste Überleitung irgendwie aufgeschrieben. Genau, als improvisierte schlechteste Überleitung. Genau. Ach so, das war genau so geplant. Das war jetzt geplant, dass es schlecht wird. Es war genau okay. So geplant, dass es so schlecht klingt, ja. Großartig. Ja, das ist natürlich großartig. Wunderbar, wunderbar. Ja, also ich hatte meinen Spaß dabei, dass ich das gehört habe. Oh, super. Also erstens habe ich gedacht, ui, das Orga-Team, jetzt gerade ist Podstock vorbei. Also was Sven, glaube ich, beim Closing oder so sagte, nach dem Podstock ist vor dem Podstock. Naja, das sagt man immer so leicht, aber dass ihr dann tatsächlich zwei Wochen später irgendwie die erste Orga-Sitzung für das nächste habt, ist schon... Also es ist schon wirklich ziemlich krass. Ja, es war recht spontan. Also wir hatten ja letztes Jahr schon mal die Idee auf einem Winterpodstock. Das ist dann zeitlich, ist da nichts raus geworden. Und diesmal war es tatsächlich wir haben das an dem Orga-Sonntag dann, wo wir uns zusammengefunden haben, tatsächlich dann eigentlich erst final beschlossen, dass wir es dann wirklich machen und den Kalender wirklich so aufgemacht haben in der Orga-Sitzung. Also das Nachgespielte war tatsächlich wenige Stunden vorher tatsächlich so passiert, dass wir dann tatsächlich geguckt haben, okay, lasst uns jetzt, also entweder machen wir es oder wir machen es nicht und dann, wenn wir es machen, dann lasst uns jetzt direkt einen Termin festlegen. Mhm. Ja. Okay, ganz nah an der Realität. Ganz nah dran.
Ja. Super. Ja, also. Und ich habe auf Twitter habe ich schon gesehen, die ersten Reaktionen, also auf Sommerpostdoc auch schon die ersten Buchungen, zumindest externe Buchungen habe ich da wahrgenommen. Da fragte jemand nach Unterkunftsmöglichkeiten und so weiter. Und dann wurde irgendwie gesagt, ja, habe ich das ist schon festgemacht. Also das Vertrauen und der Glaube daran, dass das da tatsächlich stattfindet, ist zumindest schon mal unter den Menschen. Das ist schön. Ja. Fein, fein. So, haben wir spontan noch irgendwas im Querbeet? Hier im Plan steht jetzt nichts mehr? Also, ich hätte jetzt nichts mehr, ne? Ich auch nicht. Ich hätte jetzt auch nichts. Nö, du nicht, Lars. Aber du hast vielleicht Termine für uns? Ja, da habe ich was. Ja, da kommen wir noch besser. Aber dahin. Ich habe was. Dann gib uns das, was du hast, im Blühkalender, bitte. Nicht viel, aber etwas ist los im Podcastland, also in dem, was wir überblicken. Man kann ja nicht mehr von dem Podcastland sprechen. Das ist ja irgendwie explodiert. Also unsere kleine Podcast-Insel, auf der wir so unterwegs sind, da ist was los und die Termine hat der Lars. Ja, und zwar habe ich wieder ein bisschen nachgeguckt und habe festgestellt, hätte gar nicht groß nachgucken müssen, denn eigentlich ist der Kalender genau der wie vor 2 Wochen. Aber ich ticker das nochmal eben durch. Die Termine der nächsten 3 Monate, wie immer zusammengesucht aus dem Sendegate. Da gibt's einen Terminkalender, das ist ein Wiki, dort kann man Einträge selber machen. Und es gibt eben auch noch eine Liste von Meetups, die gehe ich auch jedes Mal noch eben durch. Am 18. September gibt es den Kieler Podcast-Tag. Der wird wahrscheinlich remote stattfinden. Geben soll es Workshops für AnfängerInnen, Fortgeschrittene und Podcast-Interessierte und das Ganze im Barcamp-Charakter. Weitere Infos werden da sicherlich kurzfristig noch folgen. Am 25. September gibt es wieder ein virtuelles Funheim. Los geht's um 18 Uhr mit einem gemütlichen Zusammensein auf dem Teamspeak-Server der PodWG, natürlich im Channel Funheim. Ab 20 Uhr werden dann gemeinsam Videos via Big Blue Button angeguckt. Am 30. September ab 18 Uhr gibt es das nächste Podcasting Meetup Franken. Das soll ein richtiges Treffen in Person werden. Der Veranstaltungsort ist das Landbierparadies in der Sterzinger Straße. Im November ist dann auch schon das nächste Funheim. Genauere Details, also ein genaues Datum und Thema und so weiter, das wird alles noch bekannt gegeben werden. Und damit sind wir dann auch schon wieder durch. Wie gesagt, das ist ein Wiki, dort kann man einfach Sachen hinzufügen. Dann wird es ja auch beim nächsten Sendegarten mitgenannt. Und dort findet man natürlich auch Links zu den Informationen, zu den Veranstaltungen, genaue Adressen und so weiter und so weiter. Und das wär's von mir. Vielen, vielen Dank. Dankeschön dafür. Landbierparadies ist ein Wort, was sich bei mir sofort auf die Hirnrinde gebrannt hat. Also das klingt total richtig schön. Total richtig schön. Oh Gott. Wo haben Sie denn? Jetzt drücke ich hier mit meiner Hand auf die Tastatur. Wo haben Sie denn das Deutsche gelernt, Herr Rützler? Ja, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ist einfach schön, die Formulierung. Landbierparadies. Ach, schön. Ja, danke. Also das ist dann doch los im Podcastland. Und es entstehen natürlich auch immer wieder neue Podcasts und die geben wir normalerweise hier zu Kenntnis, indem wir die unter die Setzlinge packen, dessen Schild ich gerade verloren habe hier auf Trello. Ich habe gerade unbedacht, ohne hinzugucken, auf die Tastatur gehauen und habe hier irgendwie das Trello durcheinander gebracht. Da muss ich gleich mal suchen. Aber wir gehen mal eben in die Rubrik Setzlinge. Weil hier ist ein Eintrag, der ist von der Vera schon letzte Woche oder vor ein paar Tagen gekommen gewesen. Was, von mir? Oh Gott. Ja. Moment, lass mich nochmal nachgucken. Ich habe da was reingeschrieben. Ja, Mucks. Kannst du dich erinnern? Ah, magische Hände haben das repariert, was ich gerade kaputt gemacht habe. Danke an die magischen Hände. Kein Mucks, warte mal, jetzt muss ich gerade mal, ich kann mich nicht erinnern, aber. Ja, macht ja nichts. Wir gucken mal. Wann hatte ich das reingemacht? Wo finde ich. Vera hat diese Karte am 15. August hinzugefügt. Also. Trello weiß Bescheid.
kein Mucks von Bremen 2. Ach so, Bastian Pastewka, das wurde mir irgendwie vorgeschlagen. Aber was war denn das? Das wurde mir von irgendwem, ich solle das doch bitte ansprechen, weil, ach, ich glaube, Daniel war es, der mich gebeten hatte, den Podcast Kein Mucks von Bremen 2 mit Bastian Pastewka mal zu droppen, wie man so schön sagt. Also er wühlt sich durchs Hörspielparadies von NDR und WDR und präsentiert alte Radio-Krimi-Hörspiele. Genau, das war's. Das ist wohl sehr, sehr amüsant und gut. Jetzt kann ich mich wieder erinnern. Schöne Grüße. Ist auch schon eine Weile her und du bist heute sehr früh aufgestanden. Genau, es ist eine Weile her, genau. Aber ich glaube, Daniel war es, der mich gebeten hatte, das mal hier anzusprechen. Genau, und das mal in die Welt zu tragen. Okay, das ist also eine professionelle Produktion vom ja. Radio Bremen genau. Und heißt läuft aber unter Podcast, also radiobremen.de/podcast/kein-mucks. Da genau, würde man das dann finden. Es läuft unter Podcast wohl, ja. Alte Krimi-Hörspiele. Da erinnere ich mich doch dunkel, das gab es früher im WDR um 11 Uhr am Samstag. Der Krimi am Samstag oder so, da habe ich ganz oft reingehört. Ich habe die Nachricht gefunden, die mir Daniel geschickt hat. Es gibt aktuell einen Podcast von Bremen 2 namens Kein Mucks, von dem ich zwar nicht ganz sicher bin, ob er dich interessiert, den ich dir aber auf jeden Fall in deiner Eigenschaft als Sendegärtnerin empfehlen möchte. Genau, das hat er mir geschickt. Ja. Ja, dann, und dann habe ich das direkt da reingesetzt. Mein Trello-Wissen ein bisschen aufgepimpt. Ja, guck mal. Ja. Siehst du, das ist das Gute am Trello. Du schreibst da was am 15.8. rein und am 9.9. will dann jemand wissen, was das war. Und dann weiß man nicht mehr, was man da getan hat. Geht mir original so. Was? Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Hilfe. Ja, du hattest das letztes Mal schon, als ich euch nur zugehört habe, hattest du schon gesagt, dass ich irgendwas reingetragen habe, weil ich noch gedacht, oh, da muss ich mich nochmal nachgucken, bevor ich angesprochen werde. Dann habe ich es vergessen. Ja. Ja, ich sag ja original, ja. Mein Stil. Ja, wir sind uns, wir passen sehr gut zusammen. Ja. Super, super. Ja gut, nehmen wir das als Setzling auf. Ich habe jetzt keinen Setzling im Moment. Hat irgendjemand anderes was gehört, was jetzt neu ist, was wir vielleicht hier unterbringen? Oder hat Lust, einfach mal ganz spontan in die Nullnummern Kürastüren reinzugucken? Ja, ich habe die Seite tatsächlich schon aufgemacht. Ja, siehst du ein schönes, buntes Etikett, was dir gefällt? Es gibt einen Podcast von Markus Lanz, aha. Ist schnell weitergeskippt. Entschuldigung, klang das wie Lachen? irgendwie. Kompetenz, Lehre, Pflegeausbildung, aha. Aha. Das für die generalisierte Pflegeausbildung. Kompetenzlehre wird mit Doppel-E geschrieben und H. Also sowohl Lehr als auch Lehr. Also die Lehre. Ja, mehr steht da nicht dazu. Wie, keine Erklärung? Ein bisschen? Keine Erklärung. Da steht nur Pilotfolge, wir stellen uns vor, Kompetenzlehre, Pflegeausbildung, der Podcast. Warte, ich gehe mal drauf. Nee, mehr steht da nicht. Mutig. Okay. Kann man jetzt nur rein spekulieren, was es sein könnte bei Pflegeausbildung. Ja gut, also entweder Krankenpflege oder Altenpflege oder Kinderpflege. Ist Kinderpflege nochmal unterschieden? Keine Ahnung. Generalisierte Pflegeausbildung. Ich weiß nicht, ob generalisierte. Das... Ja, was das... Naja. Aber gut. Pflege ist sicherlich ein wichtiges Thema. Jetzt schon und für die Zukunft auf jeden Fall auch. Könnte auf jeden Fall interessant sein. Also wie heißt er nochmal? Heißt so, generalisierte Pflegeausbildung. Kompetenzlehre Pflegeausbildung und Lehre mit Doppel-E und H. Also okay. So ein Kofferwort aus Lehre und Lehr. Kunstvoll arrangiert, alles klar. Ne? Ja. Gut, den genauen Link tun wir dann in die Shownotes. Okay, hat noch jemand Lust, da einfach mal reinzugucken, spontan? Ich habe gerade keine, bin so ein bisschen
gesetzt. Ja, ich habe mich ein paar Seiten durchgetickert, aber nichts gesagt, wo ich nichts gefunden, wo ich jetzt ruhigen Gewissens sagen würde, das würde mich jetzt irgendwo ansprechen. Also ich glaube. Entschuldigung, ich habe genießt. Ich glaube, ich setze aus. Gesundheit. Ja, genau. Danke. Der Gesundheitspodcast. Geht mir ähnlich wie Lars. Also ich habe jetzt auch beim Überfliegen nichts gefunden, was ich jetzt sofort. Ja, dann eben bleibt es bei dem einen. Nee, bei den zwei. Also bei dem einen spontanen und dem einen geplanten. Also dann haben wir doch schon zwei Setzlinge. Guck mal, ist ja mehr als einer. Um mal bei den Fakten zu bleiben. Entschuldigung. Gut. Nee. Jetzt haben wir Martin kaputt gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Manchmal ist es so einfach, ja. Dann kommen wir von den Setzlingen und einfach mal zu den Blütenschätzen. Ach, das ist die Stelle, wo Dinge jetzt nicht präsentiert werden, die neu sind, sondern die uns irgendwie so untergekommen sind. Und die Liste, die ich hier vor mir habe, ist leer. Mein Kopf ist auch leer und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das auch so leer bleibt. Aber vielleicht sagt ihr, oh, ich habe ganz tolle Blütenschätze mitgebracht, die habe ich nur vergessen hier einzutragen. Zum Beispiel, weil Vera sich gar nicht mehr erinnert, dass wir ein Trello-Board haben. Gibt es irgendwas bei euch, was ihr sagt, das habe ich gehört? Ach so, hier, ich habe den Herrn Drosten wieder gehört. Der war ja lange im Sommerurlaub und hat aber jetzt die erste Folge Corona-Virus-Update-Podcast gemacht. Das hat mir sehr gut getan, diese Stimme wieder zu hören. Ich weiß nicht warum, aber der war vormittags schon im Deutschlandfunk zum Interview und ich war erst gar nicht aufmerksam und habe dann irgendwie jemanden reden hören und denke, der betont das, dieses eine Wort genauso wie der Herr Drosten. Und dann sagt das nächste Wort auch und dann, ach, das ist der Drosten, oh, er spricht im Deutschlandfunk und da war ich schon so, also auf eine ganz merkwürdige Art und Weise, weiß ich nicht, positiv gestimmt. Also ich hatte ja schon vor Monaten mal gesagt, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht so ein Fanboy werde, denn das ist nicht gut. Aber seine, auch in dem langen Podcast, den sie dann gemacht haben, seine Zusammenfassung, der Situation und das Zusammentragen der bis dahin jetzt bekannten Fakten, die Einordnung, das hat mir sehr geholfen. Also ich fühlte mich nach dieser Episode tatsächlich irgendwie, weiß auch nicht, also ich hatte das Gefühl, mir hat eine Last weggenommen, weil ich so ein bisschen klarer sehen konnte. Das war sehr beeindruckend. Also ja, ich habe doch einen Blütenschatz, stelle ich gerade fest. Also dieses Coronavirus-Update mit einem rot gebrannten Herrn Drosten. Das sah ein bisschen seltsam aus, im Fernsehen jedenfalls. Ja, und die Tonqualität war auch sehr merkwürdig, also was der NDR da, das, die werden sich wahrscheinlich auch in den Bauch beißen, dass sie da irgendwie Dinge miteinander kombiniert haben, technische Sachen, die jetzt nicht wirklich kompatibel waren und das hat dann zu merkwürdigen Effekten geführt. Aber sei es drum, an der Stelle zählt der Inhalt und ob es ein bisschen rauscht oder nicht, ist dann auch echt egal. Also mir jedenfalls. Okay, Entschuldigung, ich habe mich vorgedrängelt. Lars, hast du auch einen Blütenschatz? Ja und nein. Was ganz Abstraktes, ich habe einfach ein paar Tage verlebt, die sich erfrischend normal anfühlten nach anderthalb Jahren Pandemie. Und das ist irgendwie total toll und darum ist das mein Blütenschatz. Gibt es keinen Link für, keine URL, kein irgendwas. Aber du fragst immer, was hat mich bewegt oder so? Das ja. Ist es. Ja. Super, super. Super. Ach schön, das ist doch gut. Hast du auch sowas erlebt, Sebastian? Nee, normale Arbeitstage. Insofern kann ich das nicht, kann ich diese Erfahrung noch nicht nachvollziehen. Ich kann das mir vorstellen, glaube ich, aber hatte das Erlebnis leider noch nicht. Aber ich hoffe, das kommt bald dann auch wieder zurück, wenn es soweit ist.
Spätestens beim Potsdok dann hoffentlich vor Ort. Ja, ja, okay. Dann sollten wir vielleicht, also dann ist ja auch schon die fünfte Welle gebrochen und vielleicht auch die sechste schon hinter uns. Wir haben auch vor, noch ein Orga-Meeting, also wenn das gut geht und klappt, das wäre auch super, dass man bei der Kulturherberge wieder mal planen kann vor Ort und alle sind zusammen. Das wird auch ein schönes Erlebnis, denke ich. Und ja, und mal gucken, was das Jahr jetzt noch so bringt und so. Ja. Ja. Okay. Ja, danke schön für den Blütenschatz. Potsdok von dir. Vera, hast du was? Mein Blütenschatz ist tatsächlich auch nichts, was ich verlinken kann. Das ist mein Nachbarskater, den ich immer treffe beim Wäsche auf- oder abhängen oder Tomaten gießen. Und den mag ich sehr gern. Und deswegen ist das diese Woche mein Blütenschatz. Der ist schön. Toll. Genau. Was habt ihr für schöne Blütenschätze dieses Mal? Das ist ja großartig. Ich komme hier mit so einer blöden Episode von Coronavirus und er erzählt mir so tolle Sachen. Ach, schön. Schön. Ach ja, doch, ich habe was erlebt. Wir haben jetzt mittlerweile zwei Eichhörnchen, die hier ständig dann auch die Pflaumen von den Bäumen klauen und dann immer von Baum zu Baum springen. Das ist sehr lustig zu beobachten. Die lassen sich da auch nicht aus dem Gemüt bringen, wenn man sie beobachtet. Also sehr cool. Das ist sehr entspannt, hat sich den. Ja, also was gibt es Besseres als diesen Abend, den Sendegartenabend mit dem Gedanken an den Nachbarskater und Eichhörnchen zu beenden. Finde ich großartig. Großartig. Ja, da machen wir doch auch einen Schluss hier. Eine Episode, die anders geplant war, aber jetzt so gekommen ist, wie sie kommen sollte, die am Anfang ein bisschen technischen Support von Sebastian gebraucht hat, die Geduld unserer Gästin gebraucht hat, die ungefähr, es waren fast 45 Minuten lang zu Hause gekämpft hat, ihr System irgendwie ans Laufen zu bekommen. Und nicht aufgegeben hat. Also ganz, also sowohl an dich, Sebastian, der du ja auch immer wieder neue Ideen hast, woran es vielleicht doch noch liegen könnte und was man jetzt dann als Alternative doch nochmal probieren kann. Und auch großen Dank an die Fee, die also einfach gesagt hat, ja, ich habe hier zugesagt, dann will ich das auch machen. Und so lange probiert, bis das halt geht. Also die Geduld hätte ich wahrscheinlich nicht gehabt. Ich hätte nach 30 Minuten gesagt, wisst ihr Leute, ein andermal, heute nicht mehr. Aber ihr habt einfach durchgehalten, großartig. Und es war ein wunderbares Gespräch. Ich sage der Fee nochmal Dankeschön, auch wenn sie schon gegangen ist. Es hat einfach sehr viel Spaß gemacht zu hören, wie sie ihre Kunst auf die Bühne bringt, auch wie sie dazu gekommen ist. Und ich muss ja nicht alles wiederholen. Ihr habt ja wahrscheinlich jetzt dann alles gehört. Und ich möchte mich bedanken bei denen, die hier mitgemacht haben. Also einmal die Anwesenden hier, die den Sendegarten mit mir aufgespannt haben. Das ist einmal der Lars. Dankeschön dafür, dass du da gewesen bist, Lars. Immer wieder gerne. Das ist schön zu hören. Dankeschön, Vera, auch für die Idee Fee und König, also Fee und, also den Podcast Fee versus König mit C und OE geschrieben, hier als Gast reinzubringen, auch wenn heute nur die Hälfte da gewesen ist. Vielleicht kriegen wir den Jan König ja auch nochmal separat. Das hatten wir ja gerade schon mal so ein bisschen angesponnen, nicht locker, sozusagen. Lässt du nicht locker. Dann lass ihn kommst locker. Mir auf die du? Gartenbank, genau. Da komme was will. Genau. Dann hören wir uns mal die andere Seite an. Ach, guck mal. Wir haben Fee gar nicht gebeten, irgendwas zu singen. Das wäre doch noch nett gewesen. Weil wegen GEMA und so, was, wenn die es selber singt, ach, naja, egal. Es gibt ja unzählige Möglichkeiten. Wir haben ja ein paar Kanäle genannt, wo man sie finden kann. Dann kann man sich das direkt anhören. Vielleicht ist es auch netter, wenn man sie jetzt nicht zwingt, heute Abend eine Performance zu geben. Wenn sie hier so als Gesprächspartnerin da ist. Ja, vielleicht war das ganz gut vielleicht so. Ja, egal. Also, Dankeschön für die Idee und fürs Dranbleiben beim Jan. Das ist super. Und Dankeschön, dass du trotzdem so lange schon wach bist, heute durchgehalten hast, bis um diese Uhrzeit. Ja, danke auch dir. Ja, vielen Dank, gerne. Immer wieder gerne.
Aber wir wollten den Sebastian nicht vergessen. Also ich hatte ihn gerade im Gesamtdank erwähnt, aber es ist einfach faszinierend, deine Geduld zu erleben und Podstock zu organisieren. Ist auch nicht einfach und du nimmst das halt immer wieder auf und du kümmerst dich so schön um diese Community. Also vielen, 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 vielen Dank dafür. Ja, auch immer wieder gerne. Super. Und natürlich ist der ganze Sendegarten nichts ohne die Hörenden und auch die, also die Live-Hörenden, die hierbei sind, auch die, die hier in den Chat wieder reingeschrieben haben. Ich habe nicht ganz so genau hingeguckt, was da heute alles besprochen wurde, weil ich irgendwie von dem Gespräch so absorbiert war. Hoffentlich habe ich nicht irgendwelche wichtigen Dinge übersehen, aber sonst hättet ihr mir die wahrscheinlich reingerufen. Vielen, vielen Dank für die Kommentare, die dort gekommen sind. Und natürlich geht der Dank an alle Konservenhörenden, also die den Podcast so nutzen, wie er denn eigentlich gedacht ist, so als Begleitmedium. Ne? Man macht irgendwas und dann hört man halt mal so nebenbei zu. Nicht jedes Wort ist gleich wichtig, aber man kriegt so ein bisschen die Stimmung mit und das ist eigentlich ganz, ganz nett. Und danke euch, dass ihr uns eure Ohren leiht. So, und damit gehen wir in die Nacht und sagen danke nochmal und tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.